Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, Großlust an steilen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei und jede Menge gefährliches Halbwissen. Heute mit mir, dem Max. Und der Kali. Hallo, hallo. Wir sind möglicherweise in Folge 157, vielleicht aber erscheint diese Folge auch vor der Stalker-Folge. Das weiß ich nicht genau. Mal gucken, ihr werdet feststellen, wann dieses Ding hier auf euren Ohren landet. Wir haben heute uns vorgenommen zu zweit. Christian ist noch ein bisschen im Osterurlaub oder hat gerade die letzten Ausläufer davon, kann er gerade genießen. Wir nehmen hier am 22. April auf abends. Die sieben Samurai. Shishin no Samurai. Irgendwie so in die Richtung geht, heißt es auf Japanisch. Und den durfte ich heute im Kino präsentieren, in der Schatzkiste, und habe einen großen Teil nochmal mitgeguckt, nachdem ich ihn mir tags zuvor angesehen hatte, zu Hause leider nur. Und du hattest die große Freude, ihn auf der Leinwand erleben zu können. Ich behaupte jetzt einfach, du hattest die Freude, du hattest das große Glück, ihn auf der Leinwand sehen zu können. Ja, in der Tat. Ich hab mich von vornherein gefreut, dass du ihn reinbringst, und das war für mich auch gleich beschlossene Sache, dass ich ihn sichten werde, und ich habe es auch nicht bereut. Das freut mich schon mal sehr. Wenn der ein oder andere jetzt gerade vielleicht denkt, hier, heute klingen wir anders. Das liegt natürlich daran, dass Kali nicht Christian ist, deswegen ist die Stimme auf jeden Fall anders. Das ist offensichtlich. Nehmen wir heute quasi mit auch ein bisschen anderen Equipment auf, und wir sind auch nicht mehr im Kino. Wir sind schon jetzt nach Hause gefahren und sitzen jetzt hier ganz entspannt in der Küche, die natürlich nicht so schön Raumklang hat. Und das klingt dann vielleicht auf den Ohren so ein bisschen besser. Ich weiß nicht, wie viel Auphonic da nochmal rumfiltert und rausfiltert, dass unsere Stimmen dann wieder sexy und unwiderstehlich klingt vielleicht. ja, die Sieben Samurai von 1954. Normalerweise würde Christian jetzt hier meine Einführung reinschneiden an dieser Stelle. Vielleicht machen wir das auch noch irgendwie. Das Problem ist nämlich, ich habe es ganz toll verbockt, habe zwar Aufnehmen gedrückt, aber das Gerät wollte anscheinend, dass ich noch ein zweites Mal Aufnehmen drücke, und so ist meine Einführung nicht als Aufnahme geendet, und ich muss mal gucken, ob ich dann sozusagen jetzt nochmal frei einspreche oder wie wir damit umgehen. Ja. Das ist an sich schade. Andererseits hast du ja auch mit sehr viel Bildmaterial gearbeitet bei deiner Einführung. Das ist jetzt nicht unbedingt. Ja, aber die Leute sollen ja den Film eh gucken. ja, es ist natürlich richtig, aber na, mal gucken, ob wir da noch irgendwie was reinschneiden. Ansonsten kann ich euch nur empfehlen, bei der nächsten Schatzkiste halt nach Rostock zu kommen, das im Kino zu gucken und die Einführung halt live erleben zu können und nichts zu verpassen. Ja, kannst du auch während des Gesprächs heute die ganzen Fun Facts aus der Einführung mit reinbringen. Das ist nämlich genau die andere Möglichkeit. Ja, ich weiß nicht, wollen wir anfangen, wie wir zu dem Film gekommen sind oder unsere eigene Geschichte mit dem Film? Also du, weiß ich ja völlig überraschend, dass du ihn schon mal anteilig gesehen hast. Aber es ist ja nun mal ein ziemlicher Schinken, dickes Ding. Ja. Geht insgesamt über, jetzt will ich nichts falsch sagen, über 200 Minuten, also über 3 Stunden in der Integralfassung, in der japanischen. Und ja. Also woher kenne ich den? Ich kenne den. Also vom Namen her ist es ein Begriff, das man schon mal mitgekriegt hat und gehört hat. Habe mich selber ja nicht damit groß beschäftigt, weil ich ja auch mit dem asiatischen Kino sehr wenig Kontakt bisher hatte. Tatsächlich, ich hatte mich aber entsinnen, dass wir sozusagen, als wir angefangen haben auszugehen damals, dass wir unsere ersten Filmabende sozusagen dieser Film dabei war. Und ich weiß auch genau, dass bei der Halbzeit, wo du eingeschlafen bist, dann haben wir den nicht. Ich? Ja. Das und dass wir das unterbrochen haben, und dann haben wir die Zeit gefunden, den weiterzugucken, und irgendwann war es dann zu spät, dass ich nicht mehr wusste, was im ersten Teil passiert ist, und deswegen hätte ich von vorne anfangen müssen, deswegen habe ich das so sein lassen. Deswegen kann ich jetzt sagen, ich habe vor 10 Jahren, also das kommt von der Zeitrechnung auch ganz gut hin, vor 10 Jahren sozusagen den ersten Teil des Films gesehen, und heute habe ich ihn, den ersten und den zweiten gesehen. Jetzt kenne ich ihn vollständig. Oh. Also von daher, ja, das ist meine Geschichte, die ist recht unspektakulär. Ja, als spektakulär ist meine jetzt auch nicht. Ich habe mir irgendwann mal die Criterion Collection DVD geholt. Das ist ein sehr schönes Set, ein Digipack gewesen mit einem schönen Büchlein dazu. Und habe den damals, keine Ahnung wann gesehen, also bevor wir uns gekannt haben, auf jeden Fall. Und eigentlich habe ich ihn jetzt quasi auch erstmalig wieder gesehen sozusagen. Also ich hatte ihn mal gesamt gesehen, dann habe ich ihn anscheinend einmal gesehen, bis ich eingeschlafen bin.
Und jetzt auch das erste Mal mit deutschen Untertiteln. Vorher Englisch oder? Vorher hatte ich den mit Englisch. Nee, vorher habe ich Original geguckt. Nee, Japanisch ist so hart bin ich dann da auch nicht. Genau. Aber ich habe auch gar keine deutsche, also keine Fassung mit einer deutschen Tonspur habe ich auch gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob das dann mal komplett synchronisiert worden ist oder ob die Szenen, die damals eben rausgeschnitten worden sind für die Exportfassung, ob die dann für diese Langfassung nochmal eingesprochen worden sind. Aber jetzt heute war ja die Langfassung, die wir gesichtet haben, war das sozusagen ja die DVD-Variante, die wir damals gesehen hatten, angefangen hatten, war das auch sozusagen die japanische Fassung, oder? Ja, genau, es war auch die Originalfassung, muss ja dann die Criterion auch gewesen sein, weil anders habe ich den auch gar nicht gehabt. Naja, und schon hinkommen. Und kanntest du den Film vorher schon? Also hattest du vorher sozusagen schon was gehört, bevor du über die Criterion Collection gestapelt bist, oder? Naja, sonst hätte ich wahrscheinlich nicht mehr dazu entschlossen, oh, den musst du wohl mal sehen. Also auch so im Sinne von, oh ja, das ist ein großer Film, den muss man mal gesehen haben und im jugendlichen Alter damals so versucht ranzukommen, ja. Und wie sind denn allgemeine Erfahrungen sozusagen in Richtung japanisches Kino? Insgesamt würde ich sagen, sehr übersichtlich. Ich hatte ja bei der Einführung zwei Filme erwähnt, Godzilla und den Samurai hier, Musashi Miyamoto oder Miyamoto Musashi oder so. Ich überlege, ob wir zu Godzilla auch eine Folge aufgenommen haben. Ich glaube nicht, aber irgendwie ist mir so. Auf jeden Fall, den habe ich auch gesehen, Godzilla. Dann diese Samurai-Trilogie, ist das über diesen Musashi Miyamoto, die hatten wir mit Thomas damals zusammen. Das ist, glaube ich, auch schon wieder fast 3-4 Jahre sogar her schon. Da hatten wir die alle drei geguckt. Den Rashomon habe ich mittlerweile auch gesehen von Kurosawa. Ist das auch so aus dem Genre? Kann man das auch so sagen? Ist nicht unbedingt jetzt so in Anführungszeichen Samurai-Film. Da geht es halt darum, da treffen sich Menschen und erzählen quasi alle, was denn da gerade geschehen ist. Es hat sich was ereignet und jeder erzählt die Geschichte und die Geschichte verläuft natürlich immer ein bisschen anders, weil ja jeder eine andere Wahrheit hat und dann bist du halt selbst gefordert, was ist denn nun die tatsächliche Wahrheit, die uns hier aus den einzelnen Geschichten sich zusammensetzt. Jetzt muss ich mal überlegen, die habe ich gesehen, so dann jüngeres japanisches Kino, habe ich wahrscheinlich ein oder zwei Sachen gesehen. Ich überlege gerade, ob das japanische oder koreanische Filme sind, so teilweise. Deswegen behaupte ich mal, ich habe noch ein oder zwei japanische Filme gesehen, ohne dass ich dir jetzt sagen könnte, welche. Auch bei dir? Oh, bei mir ist das sehr, sehr übersichtlich. Also ich weiß, als Kind habe ich damals diese ganzen alten Godzilla-Filme und mit der Riesenkrake und der Riesenheuschreck, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen, was sozusagen wirklich noch dieses auf dem Cup-Nudel-Niveau gefühlt ist. Das habe ich als Kind immer sehr viel geguckt gehabt, das lief ja damals auch immer auf Kabel 1 rauf und runter. Aber ansonsten habe ich da relativ wenig Erfahrung. Also was ich immer noch sehen wollte, war Tora, das habe ich auf jeden Fall noch schon länger auf dem Schirm. Vergesse ich aber auch jedes Mal wieder, wenn ich nicht in der Phase bin. Wenn ich gerade spontan darüber stolper. Sieben Samurai hast du mich ja damals hingebracht. Das war ich ja damals auch überrascht, dass mir das so gut gefallen hatte. Ich fand, der hat mich ja damals auch gut gekriegt gehabt. Deswegen hatte ich ihn auch sehr positiv abgespeichert, auch wenn wir es nicht zu Ende gesehen hatten damals. Aber ansonsten. Mir sind gerade noch drei Filme eingefallen und einen, von denen du auch gesehen hast, auf jeden Fall, den du gesehen hast, den ich aber nicht gesehen habe. Du hast gesehen, wie der Wind sich hebt. Ja, na gut, das ist ja kein, das ist das für mich immer, mache ich mich immer unbeliebt, aber für mich ist es immer ein riesengroßer Breitengrad zwischen Anime und richtiger Film und ich bin ja immer für richtige Filme, bin ich ja eher greifbar. Ja, mit den Kommentaren darfst du dich dann auseinandersetzen. Ja. Ich habe noch gesehen, ja. Chihiros Reise ins Zauberland, die Erinnerung an Mani und... Das sind alles Animes? Die beiden sind Animes auch, ja, sind auch... Hast du das auch mit dem Flauschi gesehen? Totoro habe ich auch noch nicht gesehen. Ich überlege gerade, Ponyo habe ich, glaube ich, nur Auszüge gesehen. Und Prinzessin Mononoke liegt auch noch vor mir. Den habe ich auch mal angefangen, aber war ich nicht in der Stimmung. Aber auch was ist hier mit den Glühwürmchen? Genau, die letzten Glühwürmchen, der war es noch, genau. Hotaru no Haka oder irgendwie so. Ja. Stimmt, ja, das war auch noch so ein Ding. Und ich überlege die ganze Zeit, ob Battle Royale... Ist aber, weiß ich nicht, ob der japanisch ist. Das ist japanisch, also zumindest Roman, den habe ich ja hier liegen. Damals, als wir mit der Mannschaft unterwegs waren, oder Kumpels in Dänemark, einen langen Filmabend und da lief der dann auch auf Deutsch zwar, und es war ein sehr merkwürdiges. Von welcher Zeit ist der? Ist das ein recht neuer Film? Oder?
Du bringst mich wieder in Verlegenheit. 90er, 2000er, 2000er. Ja, das ist ja was anderes als die 60er und 70er, ne? Ja, das ist dann auf jeden Fall neuer. Und lohnt er sich? Also wurden so gefragt? Ich habe ihn ein bisschen merkwürdig in Erinnerung, was aber auch definitiv mit an der Synchronisation liegt. Ja, also das haben wir letztens schon mal drüber gesprochen, da habe ich sowieso meine ganz starken Probleme, was das angeht. Also er war nicht völlig verkehrt, aber den müsste ich mir auch mal nochmal in Ruhe und mit ordentlicher Aufmerksamkeit zu Gemüte führen und nicht so wie damals. Ja. Nee, also wie gesagt, bei Filmen bin ich allgemein nicht dabei. Was ich noch hatte, ist der Fernsehfilm, dieses By Chance, was ich letztens geguckt hatte, wo diese Kooperation mit China, Japan, Korea war. In den drei Sprachen, das fand ich sehr unterhaltsam, aber das ist jetzt kein Film, den irgendwie ein anderer kennen sollte oder kennen würde. Und ansonsten bin ich ja nur bei japanischen Serien sehr aktiv, aber jetzt bei japanischen Filmen war ich extrem aufgeregt. Ja, mir fallen eigentlich gerade auch eher nur so Koreaner oder Sachen, von denen ich glaube, dass es koreanisch ist. Also bei Mad Detective, da bin ich mir nicht ganz sicher, der ist irgendwie bei Masters of Cinema erschienen, habe ich mal gekauft. Und dann ist hier halt nicht Shoplifters, welchen ich glaube, die Taschendiebin ist koreanisch. Aber das ist koreanisch. Genau, und Memories of Murder ist koreanisch. Ja, das meiste ist sowieso koreanisch. Und The Wailing auch noch so, deswegen. Naja, das fällt mir dann wieder nach der Aufnahme ein, was ich an dem Fall. Ja, das hörst du ja eigentlich, ne? Gesehen habe. Also. Ja, aber ich verknüpfe das ja wieder an, das ist gut, hier noch der Snowpiercer war ja auch nicht Dings. Naja, ich glaube, das driftet jetzt vielleicht auch noch ein bisschen zu weit ab. Nein, nichtsdestotrotz, also ich habe zum Beispiel immer ich finde es zum Beispiel immer toll, wenn ich, da bin ich ja auch durch dich ja endgültig rangekommen, aber ich habe durch die lange Prägephase, das ist für mich ja komplett normal geworden, im O-Ton immer zu gucken, also mit Untertiteln. Und ich finde auch gerade im asiatischen Bereich ist es sehr, sehr spannend, bei den verschiedenen Ländern die verschiedenen Sprachen wahrzunehmen und auch sozusagen sie zu folgen. Und als wir letztens beim Fantasy Filmfestival waren, war das das? Fantasy Filmfest. In Hamburg. Fantasy Filmfest Nights. Da hatten wir ja auch im O-Ton geguckt und da war ja sozusagen bei den ganzen Trailern davor, Trailerrunden davor, war ja auch Japan, Korea, was waren das noch? USA, blub, blub, blub. Und die liefen auf einmal alle synchronisiert. Das, was ja verwirrend schon war, weil wir ja in einer OV-Fassung waren. Und dann auf einmal, und wenn du halt einen japanischen Film siehst, oder siehst du vor, dass es japanisch ist, vom Stilmittel, von den Bewegungen, Ablauf, alles, und dann reden die alle Hochdeutsch da. Diese Synchronisation, die da drauf gespielt ist, wirkte so befremdlich auf mich, das fand ich total kurios. Da war ich auch richtig traurig, dass man sozusagen die Stimmung nicht richtig einfangen konnte, weil der sprachliche Aspekt komplett weg war, weil die ja auch ganz viel Stimmarbeit leisten, auch mit Betonung, gerade die Intonation ist ja bei den Japanern sehr, sehr stark. Ja, deswegen fand ich das auch sehr schön, dass wir den heute wieder in O-Ton sehen konnten. Ja, muss ich auch sagen. Also, es klingt jetzt wieder doof zu sagen, ich kann mir das auch gar nicht auf Deutsch vorstellen, was jetzt auch überhaupt keinerlei Bewertung der Synchro-Arbeit sein soll, weil ich die halt nicht kenne, deswegen kann ich das auch nicht beurteilen. Aber für mich macht das einfach sehr viel aus, in diesem Setting, in dieser Umgebung, in der das angesiedelt ist, in der das spielt, wobei die wahrscheinlich, würde ich jetzt mal annehmen, auch im 16. Jahrhundert vielleicht gar nicht das Japanisch gesprochen haben, was die jetzt da als Darsteller gesprochen haben. Also was wahrscheinlich vielleicht auch gar nicht so stimmt, so wie wenn wir irgendwie Filme über das Mittelalter gucken und die sprechen in Anführungszeichen Standardenglisch, können wir auch davon ausgehen, das war eher nicht so. Oder Glück haben wir die alten Filme. Ich sage ja nur hier, was hat denn jetzt geguckt hier, der neue Robin Hood oder was war das? Ja, gut, der hat sich noch einen anderen Kniff da genommen. Aber, ja, aber trotzdem das Vertrauerspiel mit meinem Kopf gegen die Wand hauen. Nichtsdestotrotz das für mich einfach, auch wenn ich die jetzt vom Wortlaut natürlich überhaupt nicht verstehen kann, dass das für mich sehr, sehr viel ausmacht, eben diese Stimmen, was sie transportieren, wenn ich allein an diesen Dorfältesten denke, dieses, als würde gerade ein Baum sich öffnen oder so, oder keine Ahnung, ja, wie der knarrt und was der für ein wo diese Stimme herkommt, da höre ich so, boah, Alter, was? Wo wir auch bei dem Film einsteigen jetzt, ne? Also ich hatte das auch gehabt hier als der Samurai-Lehrling, der Zögling, der Kashubi oder irgendwas. Katsuhiro. Also als er das erste Mal den Mund aufmacht, habe ich so gedacht, nachdem sich alle unterhalten haben, Gott, hat der eine helle Stimme. Ja. der fiel richtig auf. Das war wirklich sehr, sehr hell gehalten. Das im Laufe des Films habe ich das gar nicht mehr so wahrgenommen, aber im ersten Moment habe ich so gedacht, was ist das denn? Ja, und hier, oh Gott, wie rum war das? Kiko
Kikuyoshi, Kikuyoshi, hä? Kriege ich jetzt gar nicht hin. Toshiro Mifune halt seine Rolle. Was der ja allein, ne, nicht nur rumhampelt und expressiv da durch die Gegend springt und das Bild kaputt machen will, sondern eben, was der auch mit seiner Stimme da alles abliefert. Das ist ja wirklich eine Bandbreite. Da muss ja der synchronisierende Sprecher einfach irgendwas Eigenes erfinden, weil das kannst du ja nicht nachahmen. Ich finde das allgemein schwer. Also ich finde zum Beispiel von der Synchronisation ich finde Synchronisieren allgemein nicht leicht. Wir sind jetzt auch sehr westlich geprägt. Also ich finde, wenn du amerikanische Filme guckst oder Serien, dann passt das ganz gut mit der Stimmarbeit. Ich finde aber, dass wenn du zum Beispiel schon eine britische Produktion siehst und dann da schon eine Synchronisation drauf ist, weil die eine ganz andere Sprachtenor haben, da wird das schon kritischer. Ich finde, da sieht man auch schon richtig Unterschiede. Und wenn du jetzt in den asiatischen Bereich weiter reingehst, die ja komplett anderes Sprachtempo haben und wo die Wörter oft deutlich länger oder kürzer je nachdem sind, da geht das komplett in die Hose. Also kann mir diesen Film nicht mal synchronisiert vorstellen. Und wenn, da wird es auch nur in die Binsen gehen. Da wird man auch nur denken, oh nee. Naja, ne, andersrum, wenn du jetzt sozusagen nur die synchronisierte Version kennst, ist ja auch, ne, kannst du ja auch sagen. Also das ist relativ Banane, wie nur die Synchro ist. Wer den Synchro sieht, ist ja auch schön. Ob so mal guckt den überhaupt mal. Gibt's den denn synchronisiert? Ja, also auf jeden Fall, ja. Ich bin mir nur nicht sicher, ob, wie gesagt, in Anführungszeichen nur die internationale kürzere Fassung oder ob dann die Langfassung auch nochmal dann entweder neu synchronisiert wurde oder zumindest die Passagen, die bis dahin ja nicht international vertrieben worden sind, dann nachsynchronisiert sind oder ob die dann im Original mit Untertiteln laufen. Aber ist auch völlig Banane, würde ich jetzt einfach mal sagen. Wollen wir das Thema mal fallen lassen und mal kurz in die Richtung gehen? Möchtest du mal eine inhaltliche Zusammenfassung geben, Max? Ja, nicht großartig, weil es bei den sieben Samurai darum geht, dass ein Bauerndorf nach der Ernte jährlich anscheinend überfallen wird von Banditen. Wir sind irgendwo im 16. Jahrhundert und ja, und die Bauern beschließen, oder ein Bauer vor allem sagt so, wir müssen uns doch mal jetzt zur Wehr setzen, und das Ende vom Lied ist, dass der Dorfälteste sagt, dann geht in die Stadt, holt uns Samurai, die bereit sind, nur für Reis, nur für Essen und sonst nichts zu kämpfen für uns. Ja. Und dann. Das Spiel soll ja auch eine Zeit spielen, wo sozusagen die Samurai auch eine harte Zeit haben, ne? Also, so wie ich das gelesen habe, ist sozusagen die Herrschaftslinien werden irgendwie schwächer und es gibt eben viele kleine Shogunate, die eben sich untereinander bekämpfen und diese Kämpfe führen eben dazu, dass auch viele Samurai herrenlos werden. Sie werden dann zu diesen Ronin. Es gibt ja den Film Ronin, der natürlich nicht in Japan spielt. Und so, weiter Sprung jetzt gerade. Und das Problem, in Anführungszeichen, ist vor allem, ja, dass anscheinend, so habe ich das verstanden, die herrenlosen Samurai trotzdem eben in der Rangordnung in Japan, in diesem Kastensystem, einfach so weit oben stehen, dass die keine einfachen Arbeiten übernehmen würden, wie eben nachher der Holz hat. Diese Ehrbegriffe. Oder genau, dass eben Ehre und Tradition halt so eine große Rolle spielen. Und dann bleibt ihnen eben nicht viel. Also was mache ich jetzt? Was kann ich sozusagen? Ich kann mit der Waffe gut umgehen. Also werde ich das irgendwie weitermachen, wenn ich jetzt überleben muss. Und deswegen die eben dann teilweise auch zu den Banditen wohl werden oder geworden sind. So grob gesagt. Ja. Das ergibt auf jeden Fall Sinn, ja. In dem Kontext. Und das würde auch sozusagen auf diese Rede von Toshiro Mifune. Ja, genau. Also vom siebten Samurai. Kriege ich das nicht mehr hin? Kikuyoshi? Kikuyoshi. Ich wollte mir noch den Namen als Spiegel hinschreiben, aber das ist egal. Nicht so eifrig. Kanbei ist der Anführer. Also dann, wenn man jetzt die Samurai charakterisieren würde, sozusagen in zwei Wörtern, also was würdest du dann sagen? Was haben wir da für Charaktere dabei? Ja, wir haben den, also der Anführer, Kanbei, der ist keine Ahnung, wie ich das, der ist selbstlos und sehr beherrscht und überlegt in den meisten Szenen. Wir haben den Schüler, der dann als Kind immer wieder bezeichnet wird, als Junge, der eben sehr strebsam ist und immer total fasziniert ist von allem und ungeduldig würde ich ihn aber auch nicht bezeichnen. Ungeduldig ist halt Toshiro Mifune, aber Toshiro Mifune ist einfach so der... Ich würde ihn eher als impulsiv nehmen. Ja, also jetzt den Toshiro Mifune, den sie... Ja. Der ist eben, die Loose Cannon, die Kugel, die einfach wild umherfliegt.
Dann haben wir den alten Kumpel vom Anführer. Ja, den fand ich am Anfang im ersten Teil sehr, sehr blass und im zweiten Teil ist er so ein bisschen aufgeblüht. Ja, der dann auch sagt hier, naja, wie hast du denn die Schlacht überstanden? Ich dachte, du bist tot. Naja, ich habe mich da halt versteckt, bis alles vorbei war und dann bin ich rausgekommen, so zum Thema Ehre eben. Ne? Dann haben wir den lustigen Holzhacker, der eben da auch ist. Dann haben wir den lustigen Typen. Der immer gut gelaunt ist, meinst du jetzt? Ja, oder der aber der hat, ich finde, der hat auch, zeigt sich auch wirklich sehr gute Menschenkenntnis aus. War das der Holzhacker? Nee, der Holzhacker ist der nichts kann, aber halt so lustige Sprüche wirft, um die Motivation aufzuhalten. Und dann haben wir noch den anderen, der immer grinst die ganze Zeit. Das war Goropai, ne? Das ist genau, der Goropai, der halt aber halt gut, die Leute gut einschätzen kann. Mhm. Und dann ist dann auch noch der Weise, der zurückhaltende, der Superfighter da. Der übermenschliche Schwertkämpfer, ja. Genau, der Beherrschte und der klassische. Ich sag mal so, wenn man so ein Bild von Samurai hat, ich meine, ich bin jetzt auch nicht so in der Materie drin, aber da hat man ja doch so irgendwie so ein Bild im Kopf und ich sag mal so, dieser Kämpfer, dieser Beherrschte, der ist sozusagen eigentlich alles, was man so als Klischeebild hat, der symbolisiert das halt für mich sozusagen, dieser Ehrbegriff, dieses Herrschaftliche, dieser traditionelle Samurai, sozusagen mit seinem ganzen Auftreten, diesem ruhigen Wesen und diesem einfach ja, kein Wind drum machen, sondern wirklich ganz, ganz ruhig einfach die Arbeit erledigen und dann ist es so. Das ist auch eine gigantische Szene, wenn er da so aus dem Nebel kommt morgens und diese Moskete dabei hat. Zwei habe ich erstochen. Ich lege mich jetzt schlafen. Also wie er da eben aus dem Wald zurückkommen, ne, dieses Nebel und die alle gucken schon und ich höre noch was. Nein, leg dich hin, du musst schlafen. Doch, jetzt höre ich es auch. Der zweite steht auf und dann gucken sie und dann ist ja dieser Weg ist vernebelt. Wir haben den Weg vorher schon freigesehen, so das dritte, vierte Feuer, was sie da gelegt hatten. Und dann taucht er so aus diesem Schatten, oder aus dem Nebel eben so langsam diese Silhouette auf und ja, einfach, also so völlig beherrscht und ruhig, eben wie du sagtest, ja. Ja, genau. Ja, ich finde den Charakter auch sehr, sehr sympathisch und auch sehr, sehr spannend. Ja. Der hat mir, glaube ich, mir auch immer am besten gefallen. Also das kommt ja, oder andersrum, ich überlege dann manchmal auch so, was haben die für eine Vorgeschichte, ne? Teilweise wird sie, oder einige Sachen werden ja angerissen und dann gibt es ja auch mal eben unter anderem den großen Ausraster von Toshiro Mifune oder wenn Kanbei eben sagt hier, na, das ist noch ein Kind und ich weiß, wie das war als Kind, ne? Man wollte dieses und Schlacht und Ehre und Ruhm und dann am Ende dieses Monologs hocken dann alle da und gucken so ein bisschen auf den Boden und merken, ja, irgendwie scheint das auf uns alle zuzutreffen, dass das nicht so, die Dinge sind nicht so gekommen, wie wir es uns erhofft haben. Aber so eben diese ganz konkreten, dann haben wir natürlich eben einmal eben das Kanbei ja selbst sagt, er hat alle Schlachten eigentlich immer verloren, aber er lebt irgendwie noch. Dann der eine, der eben hier sich bei der Schlacht im Wasser versteckt hat oder im Matsch da. Toshiro Mifune kommt dann eben raus, na, der Sohn eines Bauern, und der so völlig hin und her gerissen ist. Der Junge, der anscheinend aus so einer Samurai-Familie zu kommen scheint, dass er da auch diese Ausbildung genossen hat. Und bei den anderen, ja, der eine hat anscheinend mal eben mit dem Anführer zusammengekämpft. Das ist ein interessanter Aspekt, ne? Ich sehe mal für mich sozusagen der Samurai ist für mich immer so ein einsamer Wolf, ne? Dass es wirklich Samurai-Familien gibt, so in der Art. Ja. Also das ist mir gar nicht so gewahr gewesen. Und das also, dass die Nachwuchs kriegen, oder? Ne, dass die auch wirklich im Familienverband leben, ne? Das ist jetzt ein ewiger Gedanke, ich habe da nicht drüber nachgedacht. Also das ist ja nicht so, dass ich jetzt nicht denke, die dürfen keine Familie haben, um Gottes Willen. Ich meine, alles rum ist. Ich stelle sie mir halt so als vagabundartigen Lebensstil vor. Naja, also wie gesagt, eigentlich haben sie ja einen Herrn, dem sie dienen. Ich überlege nur gerade, in diesem Film werden ja alle Samurai, die wir zu sehen bekommen, als Einzelgänger auch gezeigt. Also hat ja keiner eine Familie in der Hinsicht. Ja gut, aber das ist ja nicht präsent. Ich habe mich ja mit der Geschichte da nie auseinandergesetzt. Ich habe da gar keine Vorwissen. Das Einzige, was ich jemals mit meinem Samurai mitgekriegt habe, ist die... Ist Tom Cruise. Nee, habe ich nicht. Nee. Habe ich im Kino gesehen, ja, aber das ist schon einfach auch gelöscht aus meinem Gedächtnis. Ich hatte die Manga-Reihe Vagabund gelesen. Das ist ja sozusagen wie eine als Rächer zum Samurai. Naja, das ist aber das Einzige, was ich je mit dem Samurai, wo ich Kontakt gekommen bin, wenn ich gerade den Robert De Niro-Film gesehen habe, wenn ich das überhaupt dann nehmen kann. Also, ich bin da wirklich so unbedeckt, was es angeht. Ich meine, ich näher mich da ja langsam durch meine Serienfäbel ran, ne? Aber ich bin wirklich ganz langsam. Und deswegen bin ich, aber ich weiß auf jeden Fall sofort, dadurch, dass ich halt
da nicht so das Wissen habe in diese Richtung gehen, dass ich einen Samurai als einen unglaublich starken Kämpfer sehe und als einen unglaublich, ja, auch sehr, auch Ehrbegriff, verbinde ich auch stark damit und auch sehr, sehr geschickt, strategisch, ruhig, besonnen. Ne? Und wie gesagt, alles so, was der eine kämpft, auch was der Ältere, der Guru in der Runde sozusagen, das ausstrahlt, dieses Weise, mit wenn man immer einschaut, lieber einmal mehr denken, wirklich eine Taktik ausarbeiten, immer schön bewusst an die Sache rangehen. Das ist für mich so ein Samurai und ich finde halt, deswegen habe ich, verbinde ich da auch so einen Vagabund-Lebensstil damit, deswegen war ich auch überrascht mit der Samurai-Familie, was das ist. Weil ich habe, ja, weiß ich nicht. Also ich habe es auch nur, kurz wieder, ein kleiner Bogen, Akira Kurosawa, also der Regisseur, Drehbuchschreiber. Der kommt auch aus einer Samurai-Familie. Der stammt wohl auch aus einer Familie, ja. Aber belanglos. 100 Jahre davor. Ich weiß gar nicht, bis wann gab es denn Samurai? Was weißt du denn über Samurai? Weg des Kriegers, dieses Bushido. Ich habe auch nur dieses Bild irgendwie im Kopf. Ne? Die haben halt ihr Schwert oder ihr Katana oder wie auch immer das nur heißt. Und im Dienste ihrer Herren haben die dann eben gekämpft. Und waren eigentlich die mit Bestausgebildeten und hatten irgendwie so einen Ehrbegriff, ja. Und mehr ist für mich auch nicht. Ich habe halt diese Samurai, diese Trilogie einmal geguckt, die, wie gesagt, mit Christian und Thomas. Und sonst ist das wahrscheinlich auch nur so vielleicht eher aus Darstellung in Hollywood-Filmen, die dann natürlich dann auch eher Klischee überladen gewesen sind. Hollywood-Filme verbinde ich eher mit Ninjas. Ja, ich überlege gerade. Aber, gehen wir in eine ganz andere Richtung, ne? So, ja, also irgendwie eine lange Tradition besitzen, eine jahrhundertealte Traditionslinie so quasi eben. Aber ja. Ja, gefühltes Halbwissen eben, ne? Oder gefährliches Halbwissen. Ich muss auch sagen, ich verbinde auch generell mit den Japanern sehr starken Ehrbegriff und sehr starke Etikette. Also, dass die da sehr bewusst im Alltag leben. Ja, das sind die unsere Protagonisten. Und wie gesagt, also ich finde es ja. Also in der Einführung, die ich gehalten habe, hatte ich ja als ein Beispiel gebracht, dass Kurosawa-Sachen oder ähnliche Thematiken mehrmals erzählt. Also zum Beispiel eben das Thema Liebe, ne? Das ist diese Paargeschichte, die da zweimal vorkommt. Einmal der Bauer und seine Frau hier, Rikishi, und dann eben der junge Samurai, dessen Name mir jetzt auch gerade wieder nicht einfällt, und Shino, ist Shino, richtig, das, also das stimmt, Bauernmädchen. Ja. Das wollen Leute zu merken. Das wird ja sozusagen erzählt, oder es sind beides eben Liebesgeschichten, die in dem Film erzählt werden. Und dann ist mir während des Guckens, sind mir noch irgendwie andere Sachen aufgefallen. Und jetzt komme ich natürlich gerade wieder nicht drauf, was mich ziemlich nervt. Also genau, die Sache mit, ich hole mir eine Muskete von den Feinden, wird zweimal erzählt. Einmal eben der Superschwertkämpfer, der die Muskete holt und sagt, ich habe zwei erstochen, bin wieder da. Und dann kommt Toshiro Mifune eben, nachdem ihm der junge Samurai das so erzählt. Und oh, was für ein toller Samurai ist. Und dann geht Toshiro Mifune eben selbst da, in Anführungszeichen, auf die Jagd, auf seine ganz eigene Art und Weise, und hat dann eben noch ganz andere Folgen, sein Verhalten. Aber das habe ich jetzt aber eher so als spontan Geste gedeutet. Ich hatte das Gefühl gehabt, dass er jetzt nicht mit dem Bewusstsein gelaufen ist, dass er eine Muskete klauen will, sondern dass er sozusagen neugierig ist, wie es jetzt weitergeht, die Feinde ausspielen möchte und dann durch Zufall sieht, dass die ihre eigenen Deserteure umbringen und dann sozusagen die Situation, also diesen Moment einfach für sich nutzt. Und dann einfach denkt, oh, na gut, jetzt habe ich mich jetzt verkleidet, jetzt habe ich sozusagen deren Kleidung angenommen, jetzt kann ich ja mich einfach mal runterschleichen und mal gucken, wie weit ich das Spielchen treiben kann. Also so habe ich das wahrgenommen. Ist ein guter Aspekt, dass du das mit den Deserteuren ansprichst, was du dazwischen hast, aber für mich ist es eben so, dass eine Abfolge, er kriegt eben sozusagen das, die Lobeshymne durch den jungen Samurai so voll raufgequasselt und hat dann irgendwie. Einerseits so, oh ja, ist okay, ich könnte das, also mein Eindruck ist ihm so ein bisschen, er denkt dann so, ah, das könnte ich auch, ich gehe jetzt mal dahin und gucke mir das mal an, ob ich das auch nicht irgendwie hinkriege, und deswegen kommt er überhaupt auf die Idee, da eine Muskete zu holen. Also ist mein Eindruck, aber es ist natürlich richtig, er geht nicht unbedingt los, weil er jetzt irgendwie beauftragt wird, sondern eben dieses, was dann eben auch kommt, ne? Da kommt er mit der Muskete zurück und Kambei sagt dann zu ihm, also den anderen übertrumpfen, das bringt keinen Ruhm. Du hast deinen Posten verlassen, das war ja schlimm, was du gemacht hast. Und wie schlimm, das geht ja dann auch, wenn dann dieser Gegenangriff danach gleich erfolgt. Na, ich finde es aber auch interessant, dass ich habe gedacht, jetzt kommt sowas noch von ihm, dass er dann sagt, okay, übrigens kannst du drei von deiner Liste streichen. Ja, aber das kann man ja auch nicht, ne?
Also, ja, dachte so. War kompromisslos. Ja. Ja. Nee, also ich hatte auch das Gefühl gehabt, dass er übrigens das Ding losgerannt ist, weil der Junge ihn auch genervt hat. Weil genau. Aber das ist eben bei ihm auch so dieser Ehre, oder dieses, er möchte irgendwie auch diese Anerkennung bekommen. Das ist so ganz allgemein. Also bei der, ich hatte auch bei seiner Figur auch die ganze Zeit überlegt, von Anfang bis Ende, weil er auch so eigenwillig war. Ist er jetzt wirklich ein Samurai oder spielt er jetzt einen Samurai, um sich wichtig zu tun? Und dann kam nachher, dass wir mit den Dorfbewohnern umgegangen ist, da war ich auch mal so hin und her gerissen. Dann kam natürlich auch was aus, dass er jetzt selber bäuerliche Wurzeln hat. Denn hat er ja trotzdem das Wissen gehabt mit dem ganzen Umgang, mit den ganzen Waffen. Aber andererseits sind auch diese Szene, die auch noch bedeutend für den Film war, sozusagen, wir haben jetzt hier diese ganzen Uniformen, lass uns die anlegen, wo alle anderen gesagt haben, nee, da kannst du kein Samurai sein, wenn du die erträgst, weil das ist ja, die hat ja jemand ein Samurai getragen, der getötet wurde. Von Bauern. Und jetzt sollen wir uns das anziehen, so. Und wo dann wird sein innerer Kampf sozusagen nochmal freigelegt, klar. Aber das ist ja trotzdem eine sehr bedeutende Szene, wo ich dachte so, ja, ist er jetzt wirklich auch ein Samurai oder will er nur einer sein? Also, einer sein, ja, natürlich. Ne, also. Der hat ja ständig diese Sonderstellung, ne? Am prägnantesten ja auf der Flagge. Wir haben die 6 Kreise für 6 Samurai. Unten sind die Bauern und das Bindeglied zwischen Bauern und Samurai ist dieses Dreieck für Kikuchiyo. Kikuchiyo. Ja, ich glaube, das ist so der Name. Der Azubi wurde gar nicht genannt, ne? Der wurde gar nicht eingezeichnet. Na wieso, der zählt damit ja zu den anderen 6. Hä? Das sind 6 Kreise und das Dreieck. Das sind die 7 Samurai. Ja, wir sind nicht 7 Samurai plus 1 Azubi gewesen. Und jetzt ist ein Gefehl. Schmeißt du jetzt mit Azubi? Lass uns über den Azubi reden. Entschuldige, ich hab mir wohl verzählt. Das ist, also meinst du vielleicht den Rikishi dann, der mit der Frau? Also ja. Aber der ist ja einer von den Bauern. Der ist halt nur immer sozusagen mit anwesend. Der gibt ihn ja in seinem Haus schlafen, die. Er ist den meine ich gar nicht. Wen meinst du denn? Naja, der hier mit der anderen im Stall nachher rummacht. Der Lehrling. Katsushiro. Der Junge, ja. Ja. Der muss ja als einer von, also. Ach. Wird ja dann als vollwertiger Kreis gezählt auf der Flagge. Erzähl mal was, ich muss mal nachdenken. Muss man durchziehen. Also wir haben den Anführer. Der Anführer, ja. Dann kommt der dicke Lächelnde, dann kommt der Witzemacher, dann kommt der beste Kämpfer. Dann haben wir Toshiro Mifune, den Wilden. Dann haben wir deinen Azubi. Dann haben wir Azubi. Und dann haben wir noch den alten Partner, mit dem Kanbei schon mal gekämpft hat. Und ich finde, also da muss ich auch sagen, die sehen sich teilweise so ein bisschen ähnlich, weil die beide so ein bisschen rundlich sind. Bei dem einen denke ich immer noch, der hat das Gesicht von DJ Bobo. aber ich glaube, wenn jemand das Gesicht dann tatsächlich daneben halten würde, würde das nicht passen. Aber. aber welcher? Also der eine, der mal... Der den Holzhacker rekrutiert. Achso, der mal lächelt. Der auch mal so viel grinst, genau. Ja, der Grinsepöke. Ich fand, bei dem hatte ich das Gefühl gehabt, der sieht aus wie ein Chinese. Oh, und der andere, der andere war leicht zu erkennen, weil der hatte ja hier immer das eine Seite Ärmel frei. Hm, naja, genau. Jetzt hat halt jeder so ein bisschen seins. Ich glaube, der eine hat ja nachher auch gar kein Schwert, es hat ja auch nur die Lanze, ne, mit den Bauern zusammen. Das ist mir auch noch aufgefallen. Ja, das ist der Arbeitskollege, der Alte. Genau. Mhm. Der weiß, wie man überlebt, die Schlachten. Ja, also da kommen wir jetzt vielleicht nochmal kurz zu dieser Flagge. Das ist mir gar nicht gewarnt, das ist ja auch, das wird ja noch tragischer, denn. Aber den haben sie ja auch mal verscheißert, weil er ja auch gelogen hat mit seiner Rolle. Jetzt Toshiro Mifune, oder welche? Ja. Naja, klar. Aber trotzdem, ich finde, also, ne, sie haben diese Flagge, die als Symbol der Einheit ja irgendwie dient, ne? Das sind eben alle mit drauf, die Bauern, die Samurai und der Samurai-Bauer, Bauer-Samurai, wie auch immer man das dann eben sagen will, das gehört ja irgendwie zusammen. Aber auch gleichzeitig hast du auf dieser Flagge natürlich auch wieder in Ordnung, ne? Die Bauern sind unten, dann kommt Toshiro Mifune und dann kommen die sechs Kreise. Nochmal gesondert und die Flagge selbst wird ja dann eben zunächst so als, wird ja gehisst von Toshiro Mifune, Kikuchiyo, nachdem der erste Samurai gestorben ist oder umgekommen ist. Und ja, steht dann eben da bis zum Schluss. Einmal irgendwie so als Signal, eben als Zeichen, so wir sind hier, wir sind jetzt in diesem Dorf und wenn ihr was wollt, dann müsst ihr an uns vorbei.
Und zum Schluss dann ja vielleicht auch eben so als, ja, ja, bin ich gerade unschlüssig, Interpretationswünsche sind willkommen. Wenn das eben so völlig durch den Regen, also dann ist die Schlacht zu Ende und dann gucken sie alle da, glaube ich, hin, dann kommt auch nochmal die Musik, setzt dann nochmal ein. Ja. Ja, und diese Einheit ist ja auch enorm brüchig. Das ist ja auch was dieser Film unentwegt erzählt. Ne? Das, wir lernen ja eigentlich, die wollen schon, dass ihr Dorf verteidigt wird, haben aber gleichzeitig vor diesen Verteidigern natürlich Vorbehalte bis Ängste. Was dann eben ja in dem Toshiro Mifune-Monolog dann auch vollkommen klar wird, wenn die Rüstung und Waffen der Samurai hervorgeholt werden. Dieses, ja, natürlich sind die Bauern verlogen und hinterlistig und lächeln einen an, aber haben hier unter den Dielen, haben sie quasi Reichtümer, also großen Anführungszeichen, Reichtümer versteckt und alles ist da, aber wenn du sie fragst, haben sie nichts. Ja, das stimmt. Aber warum ist das so? Wer hat sie denn dazu gemacht? Ihr Samurai, weil ihr eben die Felder verbrannt habt, sie ausgebeutet habt und sonst wie was. Was hätte denn aus ihnen werden sollen, so ungefähr? So, und dann eben ist das Hanzo, Manzo, der halt... Manzo. Der auf jeden Fall eben seine Tochter Shino hat, der eben ja fürchtet. Also das ist ja auch was, wo ich dann immer denke, okay, das ist irgendwie einmal so diese gesellschaftliche Kultur, dieses Kastensystem. Samurai und Bauer sind unterschiedliche Stufen, die dürfen nicht miteinander. Aber so hundertprozentig habe ich jetzt auch nicht verstanden, ist denn seine Angst, dass der Samurai sich wirklich in sie verliebt und sie zusammen weggehen oder dass er ihr Hoffnungen macht, die dann natürlich nicht erfüllt werden, weil sie aus unterschiedlichen, in Anführungszeichen, Welten stammen und sie dann völlig zerstört ist hinterher? Also wie würdest du seine Angst deuten? Also er will ja nicht, dass die Samurai irgendwie in Kontakt mit ihr geraten. Na, allgemein ist es ja so, dass er so Angst hat, das äußert er ja beim Dienstältesten auch noch am Anfang, dass er Angst hat, dass die Samurai sozusagen denen die Frauen stehlen. Ne, dass die dann sozusagen allgemein im Dorf, dass das Dorf dann sozusagen eingeht auf langere Sicht. Okay, also das wäre lieber... Dass die Frauen sich verlieben und dann weggehen. Ne? Ja, dass sie tatsächlich aber auch zusammenbleiben würden. Der Älteste noch sagt, den Spruch fand ich sehr schön, wenn du ein bisschen Gefahr ist, dir der Kopf abgeschlagen wird, du machst dir Sorgen um den Bart. Ja. Also das war ein schöner Spruch. Ja. Der hat mir gefallen. Und er hat einfach das Gefühl, Angst, weil seine Tochter ja auch, er wird ja auch von mehreren darauf hingewiesen, dass seine Tochter ja auch... Ich glaube, dass seine Tochter ja auch sehr hübsch ist und sehr ansprechend ist. Und dadurch, dass ja auch im Dorf die andere Geschichte war, dadurch, dass die Frauen von denen teilweise auch geraubt wurden und vorherigen Absprachen. Ja, also das ist ja eine der großen tragischen Geschichten, die sich ja dann erst offenbart. Weil man nachdenkt, wer denn eigentlich so am Anfang der Wortführer ist. Wer sagt denn eigentlich, wir machen uns Bambuslanzen, wir töten sie alle? Das ist nämlich Rikishi, derjenige, der eben dann immer wieder, wenn es darauf kommt, eben auf das Thema hier mit, habt ihr keine Frauen und ich habe keine Frau und nein, ich möchte über nichts reden. Und na, er sagt ja nie, er sagt keine Frau, er schweigt dann immer wieder nur wütend drin weg, ne? Ja, da weiß man sich, da kann man sich schon denken, wo die Reise hingeht, ne? Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, hat auf jeden Fall der Mansur, hat auf jeden Fall diese Angst, dass seine Tochter geraubt wird, dass er seine Tochter nie wieder sieht. Und okay. das ist mein Eindruck sozusagen. Ja. Deswegen möchte sie auch verstecken und weghalten, dass er dann. So. Dass es dann anderweitig geht, weil die Tochter ja dann doch mit dem anderen anbandelt, ne? Naja, so, und dann kommt ja irgendwie diese Äußerung, ja, ein Samurai und ein Bauernmädchen, das geht doch nicht so. Also sagt er ja, glaube ich, fast Untertitel wortwörtlich. Und deswegen war meine Überlegung eben dieses, ja, heißt das jetzt, die dürfen nicht zusammen sein, eben wegen dieser Kastengeschichte oder das... Ne, nein, weil er zieht dann weiter, sie hat dann das Kind, weißt du? Dann ja, und da. Aber bleibt sie dann zu Hause. Aber das wäre doch, eigentlich wäre das doch das für das Dorf in dem Sinne kein Problem. Das Dorf ja Nachwuchs. Also, ich würde es auf der Gefühlsebene, würde ich ja sagen, ja, er möchte nicht, dass die Tochter enttäuscht wird, aber so wie er mit der Tochter umgeht, geht es ja ganz andere Probleme. Ich finde den R-Begriff, also ich finde den japanischen R-Begriff, der ist mir so stark ausgeprägt, dass ich das teilweise immer, nicht so nachvollziehen kann. Und da gibt es Experten im Freundeskreis, die können das eher. Aber, ich glaube, der grundlegende Punkt ist einfach in der Hinsicht, dass
zu der Zeit, man geht ja auch mit einer gewissen Reinheit in die Ehe, gerade auch in einer ehrenhaften Gesellschaft. Und das zwischen einem Bauernmädchen und einem Samurai wird keine Ehe geschlossen. Hm. Ja, das wäre eben so. Also das heißt, jetzt gibt sie sozusagen ihre Jungfräulichkeit hin, ihre Reinheit hin, für ein Abenteuer sozusagen. Und wenn sie halt ein Kind kriegt, dann kann sie vielleicht auch gar nicht mehr danach verheiratet werden. Jetzt sein, sie findest du dann ganz. Also, naja, das ist ja. der. Naja, also genau, da fehlt mir dann der Hintergrund, ob und was da eben tatsächlich. Also, das kann ich mir gut vorstellen, dass es in die Richtung geht. Ich kann es ja auch nicht beschwören. Also, ich finde, aber da wird schon was dran hängen. Das wird jetzt nicht aus Spaß und Lallerei sein. Und gerade wenn man bedenkt, das spielt ja, wann spielt das 1563 oder so? In dem Dreh, da wird es ja noch strenger sein als so. Ja. Es ist ja auch so ein Punkt, ich finde diesen Handlungsstrang ja sehr faszinierend, wollte ich sagen, wenn man ihren Weg nimmt und dann hast du aber eben gleich ihren Vater, den kannst du nicht weglassen, du kannst den jungen Nachwuchs-Samurai nicht weglassen, wie viel dann immer, wie ich überlege, ja, jetzt können wir das mal ganz kurz machen, aber dann fällt mir gleich, nee, muss ja den Schwenker das noch mitnehmen, also wenn ich allein daran denke, wie sie eingeführt wird, ne? Sie wäscht sich gerade die Haare, wir sehen sie von hinten, wie sie da auf dem Boden kniet. Können Sie also gar nicht sehen. Wir haben anscheinend ja auch die Perspektive des Vaters in dem Moment mit übernommen oder eingenommen. Wir wissen natürlich nicht im ersten Moment, dass das seine Tochter ist, aber das wird uns dann natürlich schnell klar und wir wissen dann auch schon, ach, das ist der Vater, der schon so rumgemosert hat von wegen, was passiert mit unseren Frauen und Töchtern. Und dann dreht sie sich ja so nach hinten um und wir sehen eben ihr langes, langes Haar, also so fast schon quasi Rapunzel-mäßig, sage ich jetzt mal ein bisschen überspitzt. Und wie schön sie auch überhaupt aussieht, nachdem wir diese ganzen vernarbten, faltigen, vom Leben gezeichneten Männer bisher nur betrachtet und gesehen haben. Und den Wolfsmenschen. Und den Menschen, wo wir alle überlegen, ob das Maske ist oder ob der tatsächlich so eine Behaarung hat. Aber ne, das ist doch auch was, also das macht für mich diesen Film auch aus. Ne? Das ist doch echt ein Unikat. Wenn der durchs Bild geht, den vergisst du doch nicht. Was die Wolfsmenschen? Der verblasst zwar irgendwann mal, du, den Film jahrelang nicht Hollywood gesehen hat. Du, der ist Universal gelaufen, also das ist Wahnsinn. Den vergisst du zwar irgendwie so, wenn du den Film jahrelang nicht gesehen hast, aber sobald du den Film anmachst, wirst du vorher, ja, der, die konnte ich ja, den habe ich doch nie vergessen. Der ist mir doch irgendwo unter der Achsel, läuft er mir doch noch rum. Das ist ja, ne, also das mag ich ja häufig so bei in Anführungszeichen, alten Film. Ich habe das Gefühl, heute machen die so eine Filme nicht mehr, wo man eben so diese ja, wie gesagt, ich weiß nicht, Maske, Make-up, wie viel. Du fällst da wirklich so aus, dann beleidigen wir den jetzt hier nachträglich, das müssen wir auch nicht sein. Ich meine das nicht mal beleidigen, denn da hat er eben diese Haarwuchs, das ist eben so, aber es ist ja wirklich ein Hingucker, ob nur aus Gaffergründen zu einem gewissen Grad oder weil man es sonst nicht so hat, aber das ist ja, und dementsprechend haben wir dann eben die Tochter, die reine, glatte Haut hat, die gefühlt keine einzige Falte im Gesicht oder so, mit ihren auch gerade noch nassen, gerade frisch gewaschenen Haaren und dann auch, Vater, was hast du denn? So fast so ein bisschen eben wie, ja, von Rapunzel komme ich jetzt zu Rotkäppchen, warum hast du so große Augen? Was guckst du denn, Vater? Und dann kommt eben ohne irgendwas zu sagen, holt er so aus seinem, was ist das eigentlich, ist ja kein T-Shirt, sein Umhang, sein Mantel. Na, das ist ein Kimono, ne? Holt er, ich weiß nicht, ein Kimono nicht die Frau, das, was die Frauen tragen? Aber egal. Er holt halt, holt dann so. Aus seinem Bademann. Aus seinem Umhang, ja. Holt er dann ein Rasiermesser raus und eben durch das, was vorher schon geäußert worden ist, setzt so bei mir langsam ein und so wie eben auch seine Tochter eingefangen worden ist und wie sie die Haare hält, mir klar, na gut, umbringen würde er sie jetzt wahrscheinlich nicht direkt damit, da hätte er sich dann vielleicht irgendwas anderes genommen, aber er will ja anscheinend zu Leibe rücken. Und dann haben wir aber mal sowas von häusliche Gewalt, / Vergewaltigung, dass ich da anfange und mir denke, oh Gott, das ist so, er will eigentlich im Innern möchte er eigentlich was Gutes, ne? Ich wollte nur das Beste für meine Tochter, aber das ist ja so dermaßen ja, widerwärtig einfach, also das ist so. Wer sie jagt, um dann die Haare abzuschneiden, ja, oder erst, auch nur das Dorfkulisse, oder? Genau, erst ja ist es ja in der Hütte, sodass es noch keiner mitkriegt, aber dann rennt sie natürlich nach draußen, völlig verständlich, sie versucht ja davon wegzukommen und dann rattert das so bei mir, dieses einmal, was das wie fürchterlich das ist, aber wie andererseits auch die anderen, die ihn dann beobachten, auch nicht eingreifen, ist das also anscheinend auch da die Werteordnung so ist, es ist seine Tochter, deswegen in großen, großen Anführungszeichen scheint das, darf er das wohl,
Ne? Also es ist seine Angelegenheit, wir mischen uns nicht ganz direkt ein. Erst hinterher geht dann eben der eine zu ihm, der übrigens auch, finde ich, einen sehr interessanten Bogen durchleben muss, der ja auch zuerst sagt, ich mache hier nicht mit, mein Haus soll abgefackelt werden, wir verteidigen uns selbst. Und dann nachher hinterher eben diese bittere Pille geschluckt hat und wenn dann alle hinrennen und die sehen draußen die Hütten brennen, dann sagt er, ach, das ist doch eine klapprige Hütte, komm, wir gehen wieder auf unseren Posten und auch die Frauen so mitnehmen, wo ich denke, wow, das war mir auch, also das erste Mal. Wie war das, ist der gleiche, war das? Ja, das ist mir quasi durch diesen Mantel, den er da trägt, bewusst geworden, eben auch eigentlich erst heute, als ich das jetzt im Kino, ich habe einen großen Teil zwar mitgeguckt, aber nicht komplett, da ist mir das immer so bewusst geworden, ey, krass, das ist doch der und wie entschlossen der, wenn dann nachher nochmal so vor Angriffen dann nochmal so ein Panorama oder panoramamäßig die Köpfe so abgefahren werden, wie entschlossen der guckt und wie doll er dann verstanden hat, ja, es ist zwar kacke, dass mein Haus abgefackelt wird, weil es da draußen liegt, aber es hilft ja nichts, wir müssen uns tatsächlich alle zusammen verteidigen. Also bei dem dieser Wandel sozusagen auch ablesbar ist. Den habe ich jetzt gar nicht so auf Schwung gehabt. Das ist auch eigentlich wieder eine kleine Geschichte innerhalb dieser ganzen Dorfgemeinschaft, weil das eben eigentlich auch nur 3 Szenen sind, sage ich jetzt mal insgesamt. Aber der eben auch diesen Bogen hat. So, und damit wieder zurück zu Hanzo und Shino. Und ja, also da eben dieser Gewaltausbruch, also innerhalb der kleinsten Zelle, in Anführungszeichen, der Familie. Ne? Ich finde es auch interessant, dass die Mutterfigur da abwesend ist. Weiß ich eben nicht, ist sie von den Banditen entführt oder ist sie schon tot? Ich glaube, die ist weg. Also das ist in Anführungszeichen einfach gestorben. Und dass wir das dann eben, also was ich mit diesen Doppelungen oder Parallelen meinte, dass Sachen eben mehrmals erzählt werden, unterschiedlich ausgehen oder wiederholt werden, später wird sie wieder von ihm körperlich attackiert, diesmal, weil sie eben Sex hatte mit einem Samurai. Ja, also das muss ich auch ehrlich sagen, wie blind das ist sie aus der rausgeschritten, ne? Da weißt du, auf das weite Feld, da steht der Papa. aber da siehst du mal, sie ist gerade im Himmel gewesen, ne? Und hat gerade nur Augen für ihren Liebhaber und dann guckt sie so ein Stück weiter und merkt, ach du Scheiße, da ist ja doch noch mein Vater. Und ja, und dann kommt er erst mit seiner Hand. Ne? Also ich meine, ja. Hätte man es auch totschweigen können, aber danach wussten es ja auch wirklich alle, ne? Ja, und du musst dir mal überlegen, ne? Also bei mir hat es zumindest so eingesetzt, dieses, so, die haben jetzt gerade Liebe gemacht, haben beide ihre Jungfräulichkeit dem anderen geschenkt. Ne? Also und da ist man ja, also wenn, sie war ja auch wirklich da ganz schön hinterher, ne? Sie hat ihn wirklich bedrängt, die, ne? Die Flammen der Liebe, ne? Dieses, ja, wenn du morgen könntest du tot sein. Und das sagt ja der andere Samurai nachher auch, ey, reg dich mal nicht so auf hier, in der Nacht vor der Entscheidung passiert sowas häufiger und diddle. So, ne? Also es kommt so aus diesem völligen Glücksgefühl und eine halbe Minute später jagt dich dein eigener Vater durchs Dorf und du bist schlammig, du bist geschlagen, ja, getreten. Ja, erniedrigt, ne? Also. Und so, was eigentlich völlig Wundervolles, was Schönes sein müsste und ja, ist damit auch gleich vollkommen. Ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich fand das mit dem Vater die Reaktion, das war jetzt schlechtes Timing, also es war auch nachvollziehbar im Handlungskontext, dass auch da nicht eingegriffen haben. Ich hatte, was ich sehr enttäuschend war, war von diesem, Azubi. Azubi, Samurai-Lehrling, dass er dann sozusagen auch so beschämt sie da komplett mit alleine lässt, dass er nicht versucht, sie zu beschützen oder so einzeln. Das zeigt was? Eigentlich schon sehr, sehr stark, dass das keine Zukunft hat, dass es nicht weitergeht, dass das bis dahin war und dann. Ja, ich meine, das wird ja immer wieder schon thematisiert, schon vorher mit diesem, ja, hat das eigentlich eine Zukunft oder kann das sein und, ah nee, wir kommen passen eigentlich nicht zusammen. Aber es ist für mich eigentlich auch wieder so ein Zeichen für diesen Punkt, wie diese Werteordnung zu sein scheint. Also, dass auch er irgendwie sozusagen in dieser Scham ja auch wieder den Vater bestätigt, dass das richtig ist, dass er seine Tochter dafür bestrafen möchte und nicht eingreift. Ne? Während dann Kambai ja ihn doch dann mal zur Seite und sagt, so, jetzt hör mal auf hier, warum schlägst du deine Tochter, was soll das denn? Ne? Wir haben gerade anders. Das fand ich zum Beispiel ein bisschen krass, also da wusste ich auch nicht, wie sozusagen das jetzt in der Samurai-Kaste selbst gehandhabt wird, ne? Das, die haben ja von dieser Beziehung gar nichts mitbekommen, beziehungsweise haben diesen Sprung nicht geschafft gehabt, dass das sozusagen vor Ort herrscht. Als dann sozusagen gewahr wird, dass der Jüngling mit ihr dann sozusagen jetzt geschlafen hat, da gucken die ja auch sehr ernst, die beiden Samurais, naja, die sie mitkriegen, aber da habe ich auch so gedacht, naja, aber das durften die dann keinen Spaß haben? Also, ja, ich meine, das ist ja dann auch die Reaktion. Ich sage jetzt mal doof gesagt, aber Hurerei, das gab es ja schon seit Angedenken der Menschheit, ne? Also, das wird ja auch immer wieder thematisiert, auch durch Kikuchiyo. Wenn er aber fragt, habt ihr nicht irgendwie eine ältere Schwester und wo sind denn eure Frauen? Und naja, macht ihr auch mal was Lustiges? Ne? Irgendwo müssen die auch sein. Und
Achso, genau, und der andere Samurai, der dann eben zum Vater da sagt hier, na, wie gesagt, es ist eben die Nacht vor der Entscheidung, da passiert sowas öfter mal. Das naja, ich meine, das glaube ich sogar auch, das ist ja normal, das stimmt, das glaube ich auch. Das hat sich auch, glaube ich, schon bis heute nicht geändert bei den Soldaten so können. Naja, gut, das wird am nächsten Tag locker aufgehoben, wenn der andere dann sagt, oh gut, du bist jetzt doch kein Kind mehr, du bist ja jetzt erwachsen, jetzt kannst du ja voll kämpfen, jetzt musst du dich ja nicht mehr schonen, sozusagen, dass mal hier das auch nochmal humoristisch für die Bauern so präsentiert wird. Ja. Und er kämpft ja dann auch mal mit, so ist ja nicht. Aber an sich war ich dann halt überrascht, dass er sich, also ich war halt überrascht über diesen Ablauf, dass sie hat ihn ja bedrängt, dann ist er eingebrochen, dann wird sie da verprügelt von ihrem Papa. Er stand dann die ganze Zeit beschämt an der Seite, also wirklich beschämt. Also gut, er hätte auch also das Einzige, was noch schlimmer sein könnte, ist, wäre einfach weggegangen. Aber er stand ja bis zum Ende da, was von ihm auch enttäuschend war. Und auch als der Kampf beendet ist, dann möchte er doch wieder mit ihr anleiern. Naja, ne? Also diese Unentschlossenheit. Ja, das ist ja was, die jugendliche Naivität, ne? Ja, also er sieht sozusagen immer die Ideale vor sich, ne? Dem er nacheifert hier, ne? Meister nämlich auch hier, Sensei, sagt er zu Kanbei, und von dem Schwertkämpfer ist er ja auch so ultra fasziniert, dieses, wow, er macht das nur, um seine Technik zu verfeiern. Ne, gut, Schwertkämpfer ist jeder fasziniert. Also das sind eigentlich die Ideale, die er auch verkörpern möchte, und stellt dann aber immer wieder fest, er ist vielleicht noch an sich nicht so weit, aber vielleicht wird er auch nie dahin kommen. Also es ist ja auch, wenn dann die Kämpfe dann sich ins Dorf hinein verlagern, wenn hier Kanbei sagt, so, jetzt kommen die gleich rein, dann sehen wir ihn auch einmal, wie er so hingeht, aber auch sehr schnell quasi ja, zurückfällt oder sich auch nicht ganz traut, also doch nicht zusticht, so beim ersten Anlauf. So, da habe ich auch so manchmal den Eindruck, Kanbei sagt dann auch zu ihm, war doch gut jetzt, komm weiter. Und dann habe ich auch so, er ist jetzt nicht so wie Toshiro Mifune, der einfach losläuft und da blind draufhaut oder wild draufhaut, sondern er hat auch irgendwie immer noch so ein bisschen ein Zögern oder so in sich, was vielleicht eben mit der Erfahrung dann oder mit das denke ich schon, das ist ja, ich glaube, der erste Kampf ist wohl der schwerste, ne? Aber das ist eben so ein Aspekt, finde ich, der sich eben bei ihm durchzieht und eben auch gerade in der Liebesgeschichte ja auch dieses, ja, einerseits will ich schon, andererseits stimmt es schon irgendwie so mit Bauer und Samurai, ja, passt das und also dieses, ich meine, sie ist ja so ein bisschen entschlossen, sie weiß ja zum Schluss wieder, wo sie steht. Weiß, aha, jetzt leben wir weiter, jetzt müssen wir uns der Fantasie nicht hergeben, das hat keine Zukunft, ne? Ist auch sehr schön in diesen Schlussbildern eingefangen, ne? Zuerst stehen die drei Samurai zusammen, dann läuft sie ja mit durchs Bild als eine von diesen reispflanzenden Mädchen, dann wird er einmal alleine eingefangen vor den Samurai und dann hat die Kamera ihn, glaube ich, nochmal wieder mit, so dass alle drei Samurai in einem Bild sind, ohne die Dorfbewohner. Also dass dann quasi auf der bildlichen Ebene er dann auch wieder dahin geschoben wird, sozusagen, dass er, selbst wenn er wollte, er kann eben nicht aus dieser Kaste ausbrechen. Ja. Das ist ja. Obwohl an sich niedriger muss doch immer gehen, ne? Höher ist doch irgendwie immer das Ausschlusskriterium, oder? Naja, kommt dann eben darauf an, wie hoch dieser Erbegriff ist anscheinend. Aber ja. Naja, aber ich meine, tief, also ich denke, überfallen kannst du immer, ne? Aber. Ja, ist halt Bandit. Ja. Ja, und was ich auch so in der Einführung da mir so die zwei, drei Szenen rausgepickt habe, was so die filmischen Mittel angeht, also das finde ich ungeheuer beeindruckend. Ich finde zum Beispiel auch die Musik einfach, gerade das Hauptthema, ist sehr beeindruckend und eingängig. Aber dann auch, wie immer wieder so Akzente gesetzt werden. Also der Wald eben, sind wir jetzt auch wieder bei unserem Azubi und der frischen Liebe, also der Wald, der so völlig wie so ein fantastischer Ort wirkt auf mich fast. Oh, diese Blumenvielfalt, das fand ich ja fantastisch. Du hast nicht nur Märchen. Du hast den Staub, die staubigen Straßen, die Reisfelder und dann hast du dieses Blütenmeer da mitten im Wald. Und natürlich eben auch da eben ganz andere Musik plötzlich, und das ist ja auch so ein schöner kleiner Witz hier, wenn sie ihn dann sieht und hat sie jetzt einen Riesenstrauß, das ist jetzt aber nicht die Zeit, Blumen zu pflücken. Und ups, ja, weil gerade selber irgendwie so durch den Schreut rumgerannt ist, sehr, ne? Sehr schön. Und auch vor sich hingeträumt. Ja, ich habe ja die ganze Zeit gedacht, wo geht die Reise jetzt hin? Schläft er jetzt ein und wird dann vom Banditen abgeschlachtet, ne? Und hat sozusagen Pech in der Hand.
Wie sie denn, also ich muss auch sagen, dass die beiden auch zusammengekommen sind, so wie sie sich kennengelernt haben. Ja, er sie da voll attackiert, du musst jetzt mitkämpfen. Auch das ja, ne? Wo ich dann auch so dachte, ja, was ist denn sein Problem? Also auch das ist ja eigentlich eine Wiederholung. Nachdem ihr Vater ihr Gewalt angetan hat, wird er jetzt gewalttätig ihr gegenüber. Zwar aus anderen Motiven, aber sie muss so viel einstecken von den Männern, ne? Das ist... Ja, und sie auch als Einzige, die anderen, ich weiß nicht, von den anderen Mädchen, die sind ja auf einmal nicht versteckt gehalten. Sie kriegen das gar nicht so mit, wahrscheinlich. Also es gibt einen Punkt, da bin ich mir unsicher, was das angeht mit dem Thema Gewalt. Also wenn es die Wassermühle da, das Häuschen, wenn das abfackelt, wo der Vater und die Mutter noch hingehen, um den Großvater zu holen, dann kommt ja dieses... War der Großvater eigentlich der Älteste? Ich bin mir zu 95% nur noch sicher. Beim allerersten Mal habe ich das auf jeden Fall so als gegeben hingenommen und mittlerweile habe ich überlegt, ja, vielleicht war es doch noch einer von den anderen. Ich weiß nicht mehr. Aber dann würde der andere nicht sagen, der nervt ihn immer. Also ich habe auch gedacht, dass der Dienstälteste, da habe ich aber auch gleichzeitig immer zugedacht, ja, der war doch weise, der war doch nicht doof. Also, ja, aber der sagt, ich habe jetzt mein ganzes Leben gelebt, ob ich nur hier noch gerettet werde oder nicht. Aber auf jeden Fall, ich wollte auf den Punkt hinaus, dann laufen ja Kikuchiyo und Kanbei läuft ihm dann auch noch hinterher und dann kommt sie ja da raus und gibt ihm das Kind. Und dann sagen sie noch so, von einer Lanze. Sie wurde von einer Lanze erstochen. Da habe ich so überlegt, ja, Moment mal, eigentlich haben doch nur die Bauern selbst diese Lanzen gehabt. Ich habe dann überlegt, nein, ist dein Mann die Lanzen sind Samurai-Lanzen. Die haben sie den Samurais abgenommen, die also, sie getötet haben. Also ich habe auf jeden Fall überlegt, ob die sich quasi in der Hütte quasi selbst umgebracht haben oder umbringen wollten. Was? Nein, um Gottes Willen. Okay. Ich glaube, nee, das passt doch gar nicht ins System. Also, wie gesagt, weil eben dieses von einer Lanze, ohne dass es nochmal weiter... Nein, das mit der Lanze wurde thematisiert, hier mit, deinem Japaner, wo du über den Namen dazu sagen kannst, wo der hier sozusagen die Einführung hat, hier, wo die alle anderen die Bambusspeere haben, der andere die Lanze, weil er ja sozusagen... Yo-hai. Ja, genau. Yo-hai, wo bist du schon wieder? Komm, du musst da halt drin. Der guckt auch, was der für eine Klimasse immer gezogen hat. Naja, nichtsdestotrotz, der sagt er doch, dadurch kommt er doch raus, dass er die ganzen Samurai unterlagen hat, also diese ganzen Sachen unterlegt hat. Und die Banditen, die Samurai, die haben ja diese Lanzen, deswegen. Doch, das ist ja ein schöner... Aber ich wollte gerne nochmal kurz zum Wald zurück. Ja. Ich fand den Wald unglaublich schön. Ich finde das unglaublich mit der Blumenvielfalt interessant. Ich finde es auch stark, als die sozusagen die drei Späher abfangen sollen. Der eine versteckt sich im Baum, der andere sitzt da ganz entspannt vor, wartet ab. Und der Jüngling, der auf dem Boden in den Gänseblümchen sozusagen sitzt, getarnt, wo die Gänseblümchen so schlackern. Ja, der verliert sie noch am ehesten. Was ist da los? Guck mal, die wackeln so viel, sollten lieber wieder gehen. Da liegt doch einer. Ich dachte so, das sieht man doch als erstes. Das fällt ja auf, wenn die ganze Zeit die Bewegung da ist. Das fand ich auch sehr stark gemacht mit dieser Mimik und diesem Ranzoomen und dann halt dieses. Also das war so ein Moment, wo ich die ganze Zeit dachte, Alter, der sieht auch Hammer aus wie Wang Heidi, ne? Das ist Wahnsinn. Diese Gesichtszüge, ne? Also Wahnsinn. Das hat sich nachher so ein bisschen gelöst gehabt durch den Mund, aber so von Dings, da hat er auch ganz viel so chinesische Züge drin gehabt. Also fand ich doch. Ich finde das auch eine super Szene, was das Thema Spannungsaufbau, Spannungsentladung und solche Sachen angeht. Also diese Spannung, die sie aufbaut, ne, wir sind mit ihm in der Beobachterposition meistens. Wir nehmen nicht die Sichtweise von Kikuchiyo ein oder dem Superschwertkämpfer. Die beobachten wir nur, wir gucken nicht aus ihrer Perspektive heraus. Ne? Und Kikuchiyo, der da eben oben im Baum rumhampelt und nochmal ein Steinchen nach unten wirft, der ist auch so ein bisschen wie ein Steinzeitmensch, ne? So richtig ruppig, so plump. Der hat nicht ein Duracell-Häschen in sich, der hat fünf Duracell-Häschen in sich, dann hat er auch die Hummeln im Arsch und überhaupt. Also das ist ein Energiebündel. Der wirkt auch manchmal infantil, dann wirkt er doch ein bisschen weiter vor. Völlig unberechenbar. Und genau, der hampelt oben im Baum rum, der andere wartet da und wir beobachten zusammen eigentlich mit ich glaube, der heißt Katsushiro oder so. Dem Azubi. beobachten wir es immer, ne? Und wir haben diesen, ich glaube, die Trommel haben wir auch noch so, dieses dumm, dumm, dumm. Ne? Und wir wissen, jetzt müssen die ja irgendwie gleich kommen. Und es ist schon beeindruckend, wie ruhig der eine Typ bleibt. Er wurde uns ja auch so porträtiert. Dann kommen die Typen und wusch, und es ist schon vorbei. So ganz schnell. Ne? Der Schwertkämpfer macht zack, zack, da sind die beiden anderen tot und Kikuchiyo ist runtergesprungen und haut dem anderen da immer noch auf die Nuss, auf den Kopf. Und wie der so sagt, Fabian. Ne? Der verprügelt ihn da im Hintergrund und der Schwertkämpfer,
Ah, hier, Azubi, kannst rauskommen. Wir gehen jetzt wieder zurück. Ist alles gut. Und so, also wie, ne, diese Spannung wird ja erstmal aufgebaut, gefühlt, sage ich mal, eine Minute, um dann innerhalb von 5 bis 10 Sekunden, dann ist es schon vorbei, diese Auseinandersetzung. Das finde ich faszinierend. So. Hm. Und wie gesagt, eben mit diese Blickwinkel, die Musik, die da mitspielt, diesen Takt vorgibt. Und dann entlädt sich das eben, ich behaupte sogar fast in einer Kameraeinstellung. Ohne einen Schnitt dann da in dem Moment. Was mir auch zum Beispiel sehr gut gefallen hat, ist sozusagen, wenn die Samurais am Anfang ihre Strategien uns teilen, indem sie sozusagen diese mit der Karte das Dorf ablaufen, ja, und dann genau mal sagen, hier, das machen wir hier, das machen wir da, hier und da. Das hat mir sehr gut gefallen. Das war auch dieses Bildliche, dass man wirklich auch wirklich, was du auch in der Einführung gesagt hast, mit diesem Greifbaren, dass man genau weiß, man kann sich selbst räumlich orientieren. Ja, dass man sagt, so, ich gehe jetzt, also ich bin jetzt mit den Samurai im Haus und ich gehe jetzt erstmal aufs Reisfeld. Ich weiß ja, wo ich lang gehen muss ungefähr. Ja, genau, dass man so, das man nicht, weiß schon, hat schon einen gewissen, ja, Orientierung. Man weiß, wo man hin muss. Und dass man genau weiß, aha, hier werden das, bauen die das hin, hier machen sie das dicht. Das fand ich auch von der Strategie her sehr interessant, so beleuchtet tatsächlich. Ja. Ich fand es auch interessant, also tatsächlich diese Banditen, ne? Da waren zwar 13, da gedacht, naja, wieso, wenn einer Einzelne da drum noch ist, man greift ja trotzdem noch an, und irgendwann fährt man nochmal nach Hause. Ne? Irgendwann muss man muss man nochmal erkennen, dass die Schlacht gelaufen ist, ne? Das nächste Dorf, ne? Das wurde ja. Ja, das hat dann Kambay nochmal gesagt, es scheint Streit untereinander zu geben, deswegen werden sie jetzt nicht warten, sondern sie werden nochmal eine Attacke fahren und entweder oder. Und wenn die Attacke nicht klappt und es überlebt jemand, dann wird derjenige natürlich sagen, okay, ich mache jetzt vielleicht doch was anderes. Aber genau, daraus hat sich das eben ergeben, dass eben sie nicht weiter zu einem anderen Dorf sind, weil auch die werden gefühlt ein bisschen so ihre Ehre haben und sagen, naja, also wenn die uns herausfordern, so leicht, ne, was haben wir dann noch für einen Ruf oder was können wir denn dann noch? Das wäre ja die andere Seite der Medaille. Ich glaube, andere Seite sind Banditen, ne? Aufgeflohen. Also, Entschuldigung. Naja, aber dann sagen die, ja, das sind keine bösen Banditen, die schaffen es ja nicht mal so ein Bauerndorf ausnehmen vor dem Morgen. Ja, letztendlich geht es auch darum, es sagt überleben. Die wollen eigentlich wieder jeder überleben. Ne? Der eine fällt auf einen ehrenhafteren Weg, der andere auf einen unehrenhaften Weg. Ja, wie ist denn das? Wenn jetzt ein Samurai zum Banditen wird, dann ist er ja unehrenhaft. Fällt er denn nicht auch automatisch in der Kaste, aber hält er seine Kaste bei? Das wäre ja auch unfair, ne? Also, nee, ist ein Bandit. Das ja, aber dann kann er ja jetzt halt auch. Stellung Bandit. Ja, aber kann er ja auch jetzt halt wieder ins normale Leben ziehen. Da muss man sich dann wahrscheinlich ziemlich durchmogeln, um das hinzubekommen. Naja, aber das meine ich halt mit dem Kastenwechsel, ne? Keine Ahnung. Was ich auch, habe ich auch mal in der Einführung so bei der einen Szene hier mit dem Dieb gesagt, so die Anordnung von Figuren im Raum oder wenn wir in Anführungszeichen freien Blick haben und dann, aber irgendwas versperrt uns gerade das Bild oder ist nochmal prominent ins Bild gerückt. Das ist mir heute auch nochmal aufgefallen. Zum einen, wenn hier kommt, hier Yohai, was ist denn, ich will gerade den Reis aufsetzen und er steht jetzt vor dieser großen Reiskaraffe und sagt hier, der ist weg, der Reis. Wie dann diese riesen Behälter dann auch nochmal nach dem Schnitt so im Vordergrund ist, also fast die eine Bildhälfte einnimmt. Um uns nochmal zu deutlich zu machen, hier darum geht es eigentlich. Und genauso ja auch, wenn Kambay sich schließlich entschließt, nachdem der Wolfsmensch ihm gesagt hat, ach, weißt du, was die leiden? Die essen Hirse, du hast Reis. Und dann, ja, ich verstehe euch. wenn er dann diese Reisschale nimmt und die drei, die Moment sind es glaube ich drei, die da in der Ecke der Hütte stehen und er hält ihm so die Reisschale hin und dann kommt diese Kameraeinstellung, im Vordergrund ist diese Reisschale und Kambays Hand und im Hintergrund sind die drei, also wie das auch bildlich schon alles gesagt ist damit, ne, eigentlich dieses, das, darum geht's und komm Leute, wir kriegen das schon irgendwie hin sozusagen und das hast du ja auch eben immer wieder, ohne dass ich jetzt weitere konkrete Beispiele äußere. Aber also was das angeht, so diese Anordnung, wie da eben mit der Kamera umgegangen wird. Und ich muss dann auch wieder ein bisschen so an Stalker denken, wo ich ja behauptet habe, na, es gibt ja halt kaum Schuss-Gegenschuss-Aufnahmen, sondern eben die Kamera geht irgendwie rum und die stehen da irgendwie oder liegen zueinander, die Personen. Und wie oft das hier auch bei diesem Samurai der Fall ist, dass irgendwie quasi im Vordergrund, manchmal haben wir so einen Kopf groß im Bild, ne, hier gerade bei dem Alten, dem wir quasi fast immer so direkt in die Augen gucken, wenn er am Anfang da redet oder wenn er in seiner Hütte sitzt. Gibt es ja auch diesen einen Moment, wo er so die Augen zuhört und macht so ganz schnell so, und holt seine super tiefe Stimme raus. Und dann haben wir meistens irgendwie noch eine zweite und dritte Figur, die hinter dem anderen herläuft oder so, ein bisschen so im Mittel, im Hintergrund, ohne dass wir eben diese Schuss-Gegenschuss-Aufnahmen auch da hätten, wo man es machen könnte. Und wie das eben wieder anders gelöst wird, finde ich auch
beeindruckend und vor allem, das bleibt irgendwie hängen, unterbewusst. Ja, ich finde sowieso, dass die Entwicklung des Ältesten interessant ist. Wir denken, am Anfang sind ja diese Nahaufnahmen, was du jetzt auch mal so bedeutet hast, wo er dann halt auch so einen tollen Sprüche loswirft. Wie zum Beispiel das mit dem Bart oder halt auch der Spruch mit diesem, ja, ich habe eigentlich an 10 Sanzen Samurai gedacht, aber hätte ich jetzt 10 gesagt, hätte ich dir 15 gebracht. Also hat dann, richtig schön trockener Humor. Der hat dann so seine Momente auch ne, gehabt. Also das fand ich halt sehr schön und dann sozusagen mit der Zeit zu sagen, wo denn die Samurais sozusagen auch eine Anachtung im Dorf gewinnen und da kommt er dann halt immer, wird immer gebrechlicher und geht immer im gebückteren Gang die ganze Zeit und trifft dann solche Sachen wie, ja, so eine Entscheidung wie, jetzt kann sie ihn endlich rechnen, okay, dann soll sie es machen, obwohl das eigentlich eine unehrenhafte Art ist, wo der Samurai noch sagt, das könnt ihr jetzt nicht machen, ihr könnt jetzt nicht ohne Beweis umbringen. Ohne Geständnis können wir ihn nicht, wir können nicht einfach ohne Geständnis umbringen, wo ich sagte, ja, wenn er gestanden hat, dann können wir ihn locker umbringen. Ja, wo dann halt hier auf einmal die Omi kommt mit ihrer Heugabel und so, und dieses, jetzt können sie ihn nicht rechnen. Apropos Einfluss, das hat mich da total, muss ich an Jaws denken, an der Weiße Hai, wo dann der Junge gestorben ist und dann fängt diese Riesendiskussion an am Strand und dann kommt halt die, ja, haben wir ja damals auch schon diskutiert, soll es nur eigentlich die Mutter sein, die sieht ja eigentlich ja aus vom Alter her wie die Oma, ganz in Schwarz und klatscht Roy Scheider eine und plötzlich sind alle stumm. Also was das so ein entfernter Nachhall eben, dieses kommt eben so eine alte Frau und nein, wir können nicht einfach umbringen, wir können nichts machen und dann kommt die Frau, ich möchte ihn umbringen. Ja, okay. Was ja, und alle stumm hin. Da, also. Die wird auch eingeführt wieder. Die fand ich auch, ne? Also das ist eine Hexe, wenn die anfangen zu zaubern oder so. Das war schon mutig, ne? Also das war normal, da macht die Leute wach im Kino. Also das ist ein Wolfsmensch, das ist eine magische Figur da. Also die ist ja völlig aus der Zeit gefallen, eigentlich so, ja. Na, an sich sieht sie ganz normal, das ist eine ältere Frau, die hat nur extrem viele Augenringe, die kann nicht gut schlafen. Aber um auf jeden Fall das mit dem Ältesten nochmal zu sagen, auf jeden Fall ist ja halt erst diese Nahaufnahme, diese Perspektive, wo halt sie als stolzer Mann erscheint, dann hast du halt, geht er halt immer gebückter und gebückter von der Szene und dann zum Schluss ist er ja sozusagen mit dem Rücken, bevor er verbrennt oder erstochen wird von der Lanze sozusagen, wo sein Haus näher brennt, wo er dann halt der störrische. Aber das ist auch nicht mehr zu sehen, ne? Also das ja, von hinten, gezeigt. Doch, du siehst doch von hinten, siehst du, wie er sitzt. Komme ich jetzt gerade nicht hinterher. Also aus meine ja, Behauptung ist... Er will auch nicht rauskommen aus der Hütte. Voll losrennen die Kinder. Und da siehst du ihn halt wie am Rücken. Und mit Oberkörper am Rücken da sitzt. Und so auch ganz, ganz gebeugt wirklich auch sitzt. Aber das ist jetzt aber nicht die Szene, wo die quasi bei der Verteidigung des Dorfes gerade sind. Nein, das ist wohl von... Nee, wenn ja, ja, okay. Wo sie ihm das sagen. Hier, wir müssen die Dinger räumen. Wo dann noch hier der Pavian noch sagt, ja... naja, hier der hyperaktive, unberechenbare, wo der noch sagt, oh, der macht mich fertig, der Alte. Ja, ja. Ne? Ja, genau. Ja, das Älteste ist eine faszinierende Figur. Ich habe mir auch manchmal überlegt, so, wer ist denn eigentlich dann sein Nachfolger? Ich habe so, Yohai scheint ja auch sehr alt zu sein. Andererseits, wenn dann einmal dieses Gelächter. Dieses Gelächter kommt wie, ja, morgen geht's los, seid heute nochmal gut zu euren Frauen, wo dann alle lachen, was da so für Nahaufnahmen von Gesichtern kommt, wo ich auch dachte, also sowohl von den Kindern als auch eben von den Ältesten da, wo ich so dachte, okay, nee, da ist schon jemand, der ungefähr in seinem Alter ist und der Nachfolger werden müsste wohl so vom Titel. Hattest du eigentlich das Gefühl gehabt, dass Yohai so eine wichtige Rolle eingenommen hatte für Kikuchio? Was? Kikuchio? Für den Wilden? Ja, für den Wilden. Weil es sozusagen an seinen Vater erinnert, irgendwie so eine Vaterfigur ist, oder wie kommt das? Dass sie wieder so enge wird? Ja, ich glaube, das schwingt mit, ohne dass es explizit gesagt wird, im Sinne von hier, Kikuchio hat jetzt irgendwie Erinnerungen. Also es wäre sowieso, wenn er dann das kleine Baby im Arm hält und sagt, das bin ich, so habe ich meine Eltern verloren, dann würde ich halt auch einfach behaupten, naja, wenn er irgendwelche, also das können ja nur schemenhafte Erinnerungen sein, die er da an seine Eltern hat, wenn er in diesem Alter war, weil das hat man da noch nicht so bewusst. Nein, man vergisst ihn die Einsamkeit, die man hat, wenn man seine Eltern vermisst. Ne? Aber es liegt natürlich nahe, da irgendwie gerade auch in dieser Altersspanne, die da aufgemacht wird, dass er den so als eine Art Vaterfigur sieht und eben ja trotz allem, dass er ihn beschimpft und sonst wie, dass er ihn ja doch irgendwie so ein bisschen neckt und irgendwie eine Sympathie da ist und spätestens dann auch ganz zum Schluss, wenn Yohai ja auch stirbt, dass er noch sagt, jetzt kommst du, jetzt steh auf und reißt den Pfeil aus und komm, das kann es doch nicht sein, so ungefähr. Und was ja bei ihm dann quasi auch, ich glaube, das ist so die letzte Sicherung, die da dann durchbrennt, dass er dann sagt, so, jetzt
Jetzt laufe ich aber mal zu dem Typen mit der Muskete und mich kann man zwar auf mich schießen, aber das hält mich auf. Ich bin der echte Tony Montana hier. Ihr könnt auf mich schießen, aber Kugeln prallen an mir ab quasi. Da muss auch ehrlich sagen, ich finde so, wenn gerade im Samurai-Kampf so ein Mann-zu-Mann-Kampf, finde ich sozusagen diese Erfindung der Waffe, die mit der Muskete, ist schon eine ganz unfaire Nummer. Ne? Und ich finde, das wirkt auch so unehrenhaft auf einmal. Weißt du, die kämpfen da alle so eins für eins gegeneinander und dann kommt da einer und schießt, das ist wie bei Indiana Jones hier mit der Peitsche. Also, mit zwei Säbeln, ja. Und dann, mit den zwei Säbeln macht er und hier, ja, ich meine, das wirkt ja ganz humoristisch, aber an sich ist das ein richtig fieses Ding. Das ist richtig unherrenhaft. Das ist ja eigentlich auch so ein Zeichen eben für diesen gesellschaftlichen Wandel. Ne? Bis dahin hast du eben quasi den Nahkampf, dann kam Pfeil und Bogen, gab es dann auch schon eine Weile und dann kommt eben nochmal die nächste Stufe, eben dieses mit Schießpulver und Distanzwaffen, auf der Ebene ist eben nicht mehr dieser Kampf 1-1 ist, ja. Aber hier mit dem Säbel oder mit dem Schwert oder Kendo und so, das muss man können, ne? Aber so schießen kann jeder, also auf ein Ziel. Das ist nicht, also kann es glaube ich nicht, aber man kann es eben natürlich auch. Nur wenn du so davor stehst, so kannst du schon abkommen. Und ich finde auch das sehr interessant, wie das so mit aufgebaut wird. So, also ich glaube, die meisten der Samurai, ja klar, fallen alle Samurai durch Schüsse? Der erste wird wegholen. Der wird erschossen. Der kriegt eine Kugel in den Rücken. Ja, weil er den anderen wegholen möchte. Genau. Ja. So. Das ging ganz schön schnell. Da war ich mir nicht sicher, ob der andere ihn aus Versehen erstochen hat, auch beim Fallen. Es hat zwar so laut geknallt, aber ich glaube, er hat ihn erstochen. Nee, das kann ja aus so der Entfernung mit dem Knall. Genau, das muss ja nicht auf ihn bezogen gewesen sein. So, dann haben wir. Ich habe gedacht, die sind alle weggerannt schon gewesen, deswegen. Aber ja, dann wurde er erschossen. Ja, der wurde erschossen. So, dann haben wir. Dann haben wir das Dickerchen, das wie die Chibobo aussieht. Gorobai. Das wird definitiv erschossen. Da hören wir die Schüsse. Wir sehen es nicht, ne? Das passiert im Off. Der Schwertkämpfer. Der wird erschossen. Und Kikuchiyo wird ebenfalls erschossen. Kriegt auch eine Kugel ab und stirbt daran. Das sind die vier, die tot sind. Also, halten wir fest, dass man Samurai nur wirklich erledigen kann durch unfaire Mittel. Also auf jeden Fall ist das etwas, was sich eben durchzieht. Und ich fand, ist eigentlich sehr interessant, wie das bei Kikuchiyo eigentlich so auch schon immer wieder angekündigt wird, dass wie nahe dem Tod ist und ich überlege gerade, was ich mir da jetzt heute, wo ich mir das so eingebildet habe. Also er sitzt ja sehr lange bei dem Grab dann vor allem auch, weil er sich natürlich schuldig fühlt für die Verluste, nachdem er die Muskete geholt hat. Er selber schießt die Muskete. Achso, genau. Wenn der erste Angriff der Banditen kommt, dann ist er derjenige, der noch so rausstolziert, wie das eben seine Art ist. Und zweimal wird auf ihn geschossen und er kommt aber davon. Ne? Also da schon dieses Motiv. Die Muskete ist schon sehr tödlich. Dann holt er ja sich selbst die Muskete. Ja, aber die arbeiten ja gar nicht mit der Muskete selber. Ne? Tatsächlich. Das fand ich auch interessant. Ich meine, gut, bei dem Regen. Nee, doch, beim Regen funktioniert es ja. Okay, der ist im Haus, aber. Wenn Kikuchiyo selbst die Muskete abfeuert, dann scheint er gar nicht zu wissen, wie man damit umgeht. Er fällt ja selbst um, ne? Durch den Rückstoß so. Er hat keine Erfahrung im Umgang damit. Genau, er ist nahe den Gräbern. Er ist eigentlich immer der so provoziert. Und ist krass, die sterben echt alle durch Fernkampf sozusagen. Also auf eine gewisse Art faszinierend. Hm. Ja. Achso, genau, und er zieht sich ja auch die Rüstung der toten Samurai an. Auch das sozusagen, er kleidet sich mit Sachen der Toten. Und wir kriegen dann ja auch gezeigt, wenn sie diese Vogelscheuche basteln, die hat ebenfalls diese Rüstung eines toten Samurai. Auf die wird geschossen, auf die wird zweimal geschossen. Die stirbt in Anführungszeichen auch, diese Vogelscheuche. Und wenn man jetzt eben, das wäre jetzt meine weit ausholende Interpretation dazu, das wird dann eben wieder aufgegriffen. Jemand in Samurai-Rüstung wird dann auch nochmal erschossen, also diese Doppelung wieder. Das ist sozusagen als Omen zu verstehen sein könnte. Dem muss man nicht folgen, aber ich finde, das passt. Ja, aber die Anführer der Bösewichte, die haben auch alle die Samurai-Rüstung an, die hat keiner erschossen. Aber das sind, glaube ich, noch deren. Ja, okay, es wird wahrscheinlich auch was Geklautes dabei sein, aber durchaus auch deren eigenes gewesen sein, behaupte ich. Gehe ich von aus. Weil sie ja die Bauerndörfer. Weil Bandit ist ja nicht gerade für seine Ehrenhaftigkeit. Ja, aber sie waren ja Samurai, also sie hatten tatsächlich irgendwo mal diese Sachen besessen, bin ich der Meinung. Ich glaube nicht, dass alle Banditen automatisch aus Samurai waren. Das glaube ich nicht. Aber viele sind aus ihrer Samurai-Kunst eben da reingerutscht, weil sie eben nicht mehr die, in Anführungszeichen,
echte Arbeit für ihren Herrn hatten und dann, ja, wir sind, wollen wir mal kurz legitimiert jetzt, umbringen konnten. Weil wir gerade dabei sind, wollen wir mal kurz eine Brücke schlagen zur zweiten tragischen Liebesgeschichte? Können wir machen. Würdest du denn sagen, die Frau wurde, also eine Frau wurde entführt? Also ich bin mir sehr sicher, dass sie nicht von selbst dahin gegangen ist. Ja, ja, das ist klar. Und dann, aber dann wirkt, hatte sie ja eine gewisse Stellung da. Dann wurde sie ja anscheinend auch respektiert, dass sie da auch alleine schlafen konnte. Und sie wirkte ja sehr herrschaftlich tatsächlich. Also sie wird auf jeden Fall sehr speziell gefilmt. Sie wird durch diese Vorhänge hin, sie hat Vorhänge um sich rum. Ne? Das ist etwas, was, bin ich der Meinung, im ganzen Film nie wieder vorkommt, bei keiner Figur. Dann hast du eben dieses Flötenspiel, würde ich behaupten, was da plötzlich auftaucht, was sich über die schon existierende oder über die schon laufende Musik drüber legt, weswegen ich sehr irritiert war beim Gucken und dachte, spielt jetzt irgendjemand in diesem Lager da die Flöte? Nee, die haben alle geschlafen. Ja, aber pass mal auf, die ist jetzt relativ laut bei ihr, dann wechseln wir nach draußen wieder zu der Außenansicht, wie die reingucken und da wird die Flöte aber auch leiser. In dem Moment. Deswegen hat sich das für mich gleich doppelt. Okay, dann muss das jemand da drin sein, sonst würde das ja nicht leiser werden. Aber da war ja kein, aber die wurden ja alle. Ja, natürlich nicht. Aber deswegen war ich auch extrem irritiert. Das hat mich, also ne, das soll das hervorheben, das hebt es hervor und das führt bei mir zu einer großen Irritation. Das habe ich gar nicht, ich habe das einfach so hingenommen, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht in diesem Moment. Ja, kannst du mal sehen. Naja, aber auf jeden Fall. Aber verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, das ist ja auch nachvollziehbar. So, habe ich jetzt aber nicht mehr so vor Augen, weil mir das nicht so mich daran gestört habe. Nee, nicht gestört, aber es war eben so, wir haben einmal schon Musik, die ganz klar extra diegetische Musik ist, also die kommen von außen, die können die Figuren im Film nicht hören. Deswegen hatte ich erst angenommen, das muss jetzt also intradiegetisch sein. Irgendjemand spielt jetzt gerade, während sie das Feuer gelegt haben, spielt gerade jemand dieses Instrument, was für mich irgendwie nach einer Art von der Flöte klingt. So, und das passt dann aber eben auch nicht. Und deswegen habe ich so gedacht, wie und warum? Und klar, ja. Ja, nichtsdestotrotz wirkte sie auf mich sehr herrschaftlich, als würde sie sozusagen mit dem Chef da sozusagen ja, möglich, zusammen dass sein. Sie so, dass sie als, in Anführungszeichen, vielleicht eine Königin dann, oder was dann auch immer, ja, dass die Räuber, die Räuber japanische Königin. Entsprechung ist. Ja. Ich finde, also sie spielt es auch total geil. Sie hat quasi zwei Szenen, wo sie einfach nur mit ihrer Mimik arbeitet und da so viel drinsteckt, so dieses... Ist es ein kurzer Moment der Hoffnung, dann wird die Angst, dann dieses Ungläubige, kommt jemand, mich zu retten? Dann, ich kann ja gar nicht mehr gerettet werden und dann, ja. Dann brennt es ja schon. Den Flammentod wählen. Boah. Also finde ich hochgradig beeindruckend, ja. Vielleicht wolltest du aber noch mehr dazu sagen. Ja, warum denkst du denn, warum macht sie denn das? Also wieso entscheidet sie sich denn dafür? Was ist eine Interpretation? Ja, es muss. Also mir bleibt keine andere Idee, außer dass es eine ungeheure Schande für sie sein muss in der Gesellschaft, in der sie groß geworden ist und dass für sie anscheinend, wenn man jemanden liebt, nicht so verraten kann, ohne dass sie was dafür könnte, weil es ja unverschuldet sein muss. Oder, das wäre jetzt natürlich der nächste Schritt, dass sie irgendwann sagt, na, vielleicht ist es doch meine Schuld, weil es mir auf irgendeine Art und Weise jetzt doch anfängt zu gefallen oder dass ich nicht versucht habe, von selbst irgendwie wegzukommen. Aber das ist alles. Sie hat halt diese zwei Szenen, in der ihr Gesicht zwar viel erzählt, aber es bleibt natürlich ungewiss und vage. Aber das wäre so mein Gedanke und es ist halt für mich eine riesige Tragik. Also es ist eine ungeheure Tragödie, was wir damit erleben. Und ein Rikishi, der dann eben. Ich gehe jetzt noch rein. Nein, ich kann nicht reingehen. Ich gehe jetzt noch rein. Nein, es ist zu heiß. Scheiße. Und wahrscheinlich ist es auch schon zu spät. Aber ich will trotzdem jetzt nicht weg. Ich habe die ganze Zeit eigentlich nur darauf gewartet. Das ist ja sein absoluter Antrieb, wie mir dann eigentlich auch erst bei der zweiten oder dritten Sichtung so bewusst geworden ist, weil ich dann die Figuren noch mehr zuordnen konnte. Und mir so eingefallen, ja, das ist der Typ, der ganz am Anfang gesagt hat, wir machen Bambuslanzen. Das ist der Typ, der gesagt hat, wir heuern Samurai an. Das ist der Typ, der nicht locker gelassen hat. Das ist der Typ, der immer verstummt ist, wenn die irgendwie angefangen haben, was zu sagen. Weil die Pferde genommen worden sind, er hat keine Frau mehr. Für mich steht sogar minimal im Raum, er hatte vielleicht sogar mal ein Kind, was er jetzt auch nicht mehr hat. Er ist völlig allein, er hat eigentlich nichts mehr und das will er wieder haben. Und in dem Aspekt steht er dann ja mit leeren Händen da. Und ja, aber die Idee, dass Samurai geholt werden sollen, die kommt ja nicht von ihm, die kommt doch vom Ältesten.
Aber er ist auf jeden Fall, der sagt, wir machen uns Bambuspflanzen, wir töten sie alle. Das kann möglicherweise ja nicht Absprache stellen. Das ist ja okay. Okay, aber das kann gut sein, dass du mich da jetzt korrigierst. Also er ist auf jeden Fall derjenige, der sagt, er meldet sich freiwillig, um die zu holen, klar. Ja. Aber Idee selbst ist ja das, was der Älteste erzählt, dass er das schon in seiner Jugend mal also gesehen hat. Dass die sozusagen sich bei diesem, das erzählt er doch noch. Bevor wir dieses Dorf gekommen sind, auf den Weg dahin, gab es einfach, haben alle Läufer gebrannt, außer das eine. Auch das wäre eine Parallele oder eine Wiederholung. Wir kriegen das einmal als Erzählung, um das dann nochmal zu erleben. Ohne dass wir jetzt einen Reisenden anscheinend haben, der das dann wieder anderen erzählen wird. Ich finde es auch stark, hier der erste Samurai, der auch gesagt hat, er hat verbreitete schlechte, hat Pech, weil er immer nur verloren hat. Zum Schluss hat er ja auch wieder verloren, gefühlt. Sich. Ja, und da habe ich mich auch gefragt, hat er denn wirklich immer verloren oder ist es eine Interpretation der Dinge? Genau, ne, man fängt dann plötzlich an zu fragen, ja, Moment mal, also wenn das für dich eine Niederlage ist, wie sind deine anderen Niederlagen gewesen? Ne? Also hat bei dir auch, genau, dieser Prozess ist dann irgendwie ein, so ist das sozusagen einfach eine sehr, sehr tiefsinnige Antwort oder ist das, also genau, ich merke dann für mich, Niederlage ist für mich, da kämpften zwei Armeen gegeneinander und die eine Armee schlägt die andere. Aber anscheinend ist es bei ihm noch eine andere Dimension mindestens, die dazu kommt, eben auf einer gesellschaftlich zukunftsorientierten Ebene oder so. Also vielleicht hat auch er Schlachten im militärischen Sinne gewonnen, aber sie trotzdem eben, weil es, was die Menschlichkeit, die Entwicklung der Gesellschaft angeht, als Niederlage verstanden. Ja, vielleicht geht es auch einfach um die Quantität, ne? Also das ist ja diese auch und dem Umgang damit. Wenn man jetzt mal sieht, wie er zum Schluss unser Kampf beendet ist, die Bauern feiern und gehen einfach in ihr normales Leben über, haben dann ihre Leute beerdigt, aber singen schon wieder, sind schon wieder gute Dinge, haben sich als Gemeinschaft wieder gefunden. Und von den 7 Samurai ist die Mehrzahl tot, also ne, 4 Gräber sind ausgehoben und die Samurai selbst trauern eher drum sozusagen, dass diese 4, also sind halt 4 zu viel. Also die Perspektive ist halt anders, ne? Während die Bauern sagen, oh, wir sind jetzt wieder los, wir machen weiter, ist sozusagen, und die anderen, ist schade, dass die anderen weg sind, aber wir müssen weitermachen, haben die Samurai halt dieses Ding, das sind viel zu viel, die gegangen sind. Eigentlich hätte keiner gehen dürfen. Er sagt ja dann auch, ne, die eigentlich haben die Bauern gewonnen, aber wir, die Samurai, haben verloren. Vielleicht ist es auch eine. Das sind ja diese ganz großen Momente. Das sind ja eigentlich mit diese Sachen, dieses Ende macht ja diesen Film auch so groß. Ne? Es ist diese Schlacht vorbei und es sind Leute gestorben und es war dieses ungeheure Matsch und Regen und unglaublich übermenschliche Kräfte, die da aufeinander eingewirkt haben. Und ja, wir haben Verluste erlitten, aber wir waren doch siegreich. Und dann kommt dieses, kannst du vergessen, waren wir siegreich, wir haben verloren. Und die Niederlage, die siehst du hier direkt hinter uns. Und da kommen wir auch gar nicht von weg. Das ist auch wieder so ein sehr schönes, arrangiertes Bild. Du hast die 4 Hügel und immer zwischen den Hügeln die drei Spalten, wenn man die so bis zum unteren Bildende verfolgt, das sind eben, da stehen gerade die 3 Samurai dann, die noch am Leben sind. Wie das so ist, also jeglichen Anflug von Heldentum in der Form irgendwie zu zerschlagen, finde ich. Ne? Also dass man eigentlich sagen, wir haben gekämpft, wir haben das hier überlebt und auch wir haben unsere Verluste zu beklagen, das ist echt tragisch, aber wir haben gewonnen. Fällt jetzt irgendwie gerade als Gegenfigur ein, hier bei King Kong, wenn Jack Black, immer wenn einer aus seiner Kammer, also der als die Nachricht in die Welt verbreiten will, der total sensationsgeil ist und dann irgendeiner wird gefressen oder stirbt, das ist tragisch. Aber wir müssen weitermachen, um sein Andenken zu wahren. Also so völlig verlogen. Und hier wird diese Lüge wird überhaupt keinen Raum geben, weil er sagt, nee, wir haben verloren. Mhm. Die Bauern haben gewonnen, die können weiterleben, aber wir, was haben wir denn gewonnen? Nichts. Wir sind weniger geworden und es wird auch nicht besser werden, so ungefähr. Mhm. Also das gigantisch. Und dann ist ihm das Schlussbild ja auch, ist das die Trompete? Ich glaube, du bist nicht. Auf jeden Fall, dann kommt ja die letzte Einstellung, sind dann eben die Gräber der Samurai. Wir hören nochmal die Titelmelodie. Ja, und wir wissen, es gibt keine Fortsetzung sozusagen da. Hm. Aber schon der Älteste und der Jüngste haben überlebt. Mhm. Ne? Also der Kampf, der im Kampf müde ist und der noch in den Kampf reingehen möchte. Der seine ganzen Hoffnungen und Träume hatte auf jeden Fall, ja. Und die hat er ja nur alle
mindestens einmal irgendwie zerstört oder der Realität unterwerfend kennenlernen müssen, eben den konkreten Kampf dann eben, der vielleicht doch nicht so ruhmreich und schön ist, wie er sich das vielleicht gedacht hat, das mit der Liebe. Ja, das war auch nur ein Traum anscheinend. Kommt er nicht raus. Ja. Und diese Samurai-Trilogie, die ihr gesehen habt, weil das auch in diese Richtung geht? Also Zeit gespielt? Das ist eine historische Figur, dieser Musashi Miyamoto Musashi. Da gibt es anscheinend auch mehrere Bücher, Verfilmungen und alles. Also der ist wohl eines sozusagen der Über-Samurai, sage ich jetzt mal, ohne dass ich es genau jetzt behaupten könnte. Aber wir sind ja hier mit gefährlichem Halbwissen unterwegs. Und naja, der quasi steht am Ende als der größte Samurai da. Es war ein super Duell. Also ich erinnere mich, dass es ein super Duell war. Es wird auf dem Weg dahin, kommt eben immer wieder die Frage auf, was macht einen guten Samurai aus? Also es geht damit los, dass wenn du Toshiro Mifune eben hier in Sieben Samurai gesehen hast und auch in anderen Rollen, der hat immer dieses Wilde mit dabei, egal wie. Hat der auch bei Samurai mitgespielt? Ja, er ist der Samurai. Ach so, dann, das ist... In dem anderen Film. Ah, okay. Genau, er spielt die Figur. Und bei ihm geht es eben auch dann los, er will dann der größte Samurai überhaupt aller Zeiten und der Welt werden. Und der erste Weg ist eben, naja, das werde ich dadurch, dass ich alle Schlachten gewinne und sonst was. Und dann kriegt er mal von einem anderen so, in Anführungszeichen, auf den Deckel und sagt, nee, auch geistige Stärke macht einen Samurai aus. Und dann eben all sowas spielt dann nochmal eine Rolle, dass er da größer wird. Aber ich meine, es endet trotzdem mit dem Duell quasi der beiden größten lebenden Samurai. Und auch da, wie gesagt, wir haben irgendwo die Folgen im Archiv, könnt ihr reinhören. Dieses Duell ist einfach gigantisch. Die stehen quasi 5 Minuten sich gegenüber, überspitzt gesagt. Und dann gibt es einen Schwerthieb und dann ist das Duell vorbei. Und damit, das Gegenteil war so weird. Und ich glaube, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, dass er dann eben irgendwie dasteht, jetzt bin ich der beste Samurai, aber ja, was bringt mir das eigentlich? Jetzt bin ich auch irgendwie, wahrscheinlich werde ich jetzt auch nur sozusagen von anderen wieder herausgefordert werden. Also irgendwie dieses Erkennen, ja, ich bin jetzt quasi Nummer 1, aber irgendwie war das dann auch nicht rein völlig positiv überwältigend, bilde ich mir ein. Ich weiß es nicht mehr genau. So war das da. Ich hatte noch gelesen auf der IMDb beim Überfliegen, dass ohne dass es anfänglich geplant war, letztendlich doch alle 7 Samurai auf historischen Samurai-Figuren auch angelegt sind. Also mehr oder weniger. Das hatte ich nur vor meinem Scrollen gesehen. Also ich habe mich jetzt damit auch nicht auseinandergesetzt. Ja. Also für mich auch noch, vielleicht, ich behaupte jetzt mal mit einfach letzter Aspekt, man kann sich über 1000 Sachen unterhalten und auch 7 Stunden über diesen Film reden. Du hattest das ja mit den Karten angesprochen, mit dieser Geografie, dass man eben mittendrin ist. Also diese Physis dieses Films, also dass man das anfassen kann, dass das eben vor Ort gedreht worden ist, wenn da die Häuser abbrennen, dann weißt du auch irgendwie, okay, auch diese Szene, wenn da jetzt irgendwas nicht hinhaut, dann haben wir sind wir ein bisschen scheiße, weil das jetzt nochmal aufbauen, nochmal abfackeln. Und dann, wie gesagt, eben dieser finalen Schlacht, wenn ihr durch diesen Matsch humpeln, kriechen, laufen, stolpern und alles. Also was das für eine körperliche, was das ausmacht einfach, finde ich, das als Film zu sehen. Also ich gesehen, ob es so kalt gewesen ist, wie so die ganzen kalte Blasen kommen. Aber hier der Hauptdarsteller muss ja, also der Wilde, der muss ja unglaublich gefroren haben. Ne? Also das ist ja wirklich, der war ja auch nur spärlich bekleidet, ob im Sommer oder im Winter. Die Anekdote gefühlt dazu ist dann auch, dass er dann irgendwie Briefe bekommen hat von Leuten, die den Film gesehen haben. Das ist ja echt krass, dass du da stirbst und mit deinem blanken Arsch da liegst. Das nicht mal, aber das ist ja wirklich, man sieht ja, dass es kalt ist. Ne? Und der rennt ja die ganze Zeit da hier nur mit Oberkörper bekleidet und auch nur anteilig. Also das muss ja wirklich eisekalt gewesen sein. Da könnte erklären auch, warum der sich so viel bewegen musste. Also das war schon, das ist schon. Ja, also das macht für mich sehr viel aus. Ne? Klar, oder heute bei den größeren Produktionen, dass da eben viel CGI-Hintergründe verwendet werden und auch bei mittleren Produktionen sowas. Also dass man dann eben, ja, ich glaube, es geschieht auch viel unbewusst einfach, dass man weiß, oder zu einem gewissen Grad, man erkennt ja, ich erkenne zumindest auch nicht mehr alle visuellen Effekte,
das ist eben nicht echt. Die gehen da gerade auf so einer Bühne halt lang und nicht draußen. Also wenn da jetzt Wind kommt oder Regen, ist das nicht nur einfach eine Windmaschine oder vielleicht sogar künstlich eingefügter digitaler Regen. Also auch bei Sieben Samurai war der Regen ja künstlich erzeugt, aber der war eben echt. Der hat die Schauspieler getroffen. Die sind nass geworden und nicht eben so, wir machen das eben mit irgendwelchen digitalen Tricksereien, die vielleicht sehr gut sind, aber trotz allem irgendwo ganz leicht diesen tatsächlich diese nicht Realität, sondern ich will immer Authentizität vermissen lassen. Hm. Das ist echt nochmal so ein Ding, was für mich diesen Film auch, das wird ihm nie abhanden kommen. Egal ob digital oder sonst wie. Vorgeführt. Ja. Also ich habe, glaube ich, noch mindestens 5.000 bis 8.000 Punkte, über die wir noch sprechen könnten. Oh, ich fülle jetzt aktuell keine mehr ein. Gut, ich bin auf gegenteiligem Blatt. Ich denke, es genügt auch. Also, ne, ich glaube, wir haben sehr viel besprochen. Es gibt ja noch viel mehr Handlungsstränge und viel mehr Personal, worüber man noch hier sich austauschen könnte. Aber wer war jetzt abschließend so dein Liebling von den Samurai oder Dorfbewohnern? Oder? Also ich habe sehr viel mitgelitten mit Rikishi. Dieses Mal beim Mitgucken mit all den Figuren an, in und um Toshiro Mifunes Kikuchio. Das hat mich immer wieder sehr mitgenommen, wenn er da eben zurückkommen soll, das Baby im Arm hält und dann aber erstmal in den Fluss zusammenbricht quasi und sagt, das bin ich, so ging es mir. Und wenn er zu Yohai rennt und Yohai wieder so dieses, nein, du kannst jetzt nicht tot sein, das geht einfach gar nicht, du stehst jetzt wieder auf und nein, auch da muss ich nicht. Und dann diese, wenn da eben sein letzter irgendwie Vernunft oder Rationalität weg ist und er da hinrennt zu dem Anführer der Banditen, der bei den Frauen immer in der Hütte ist und du schießt auf mich, ich habe jetzt hier einen Bauchschuss, andere würden sterben, ich sterbe noch nicht. Nee, das kannst du mal voll vergessen. Ich bringe dich hier noch zur Strecke. Du hast keine Chance. Mich kriegst du damit nicht überwältigt, noch nicht. Also dieses, was der für eine Energie hat. Ja, der bleibt dadurch sehr. Und sonst bin ich auch dem Kanbei sehr zugetan, dem Anführer, der Yoda-Vorfigur. Das habe ich aber auch gedacht teilweise. Es ist so dieses sich über seine nachwachsenden Haare streichen, das ist eben was Yoda macht, wo tatsächlich die ganz konkrete Inspiration herkam, aber natürlich auch so in seinem Verhalten ist das ja auch ein klarer Einfluss. Ja. Würdest du sagen, dass das ein Film, den man gesehen haben sollte? Das würde ich bei jedem Film sagen. Das, und ich aber fällt jetzt mindestens ein Beispiel ein, wo du was nicht sagen würdest. Nur welche denn? Also ob mir eine einfällt. Nee, mit mir fällt eine ein, weil ja, du das nicht. Sag das mal. Ja, ich weiß mal nicht, wie der Titel heißt, wir wechseln ihn immer. Krampus oder was das war. Achso, ja doch, Krampus. Dass du dich doch so geärgert fand hast. Fand dass ich du so geschimpft dann. Aber es sollte sich jeder selbst eine Meinung bilden. Ja. Deswegen sollte man den gesehen haben. Und damit sollte man jeden Film mal gesehen haben, um das selbst einfach mal zu überprüfen, was wir hier so erzählt haben, ob man damit überhaupt irgendeinen Anknüpfungspunkt hat oder sagt, nee, das war ja völliger Quatsch oder ich habe noch ganz andere Sachen darin gesehen. Ja, bist du denn der Meinung, dass man diesen Film gesehen hat? Oder? Ja, finde schon, auf jeden Fall. Ich finde, wenn man so, gerade wenn man mit dem japanischen Kino noch nicht so Kontakt geknüpft hat, ist das ein schöner Einstieg, weil die Spannung halt sich hier auf einem hohen Level hält. Ja, das muss man auch nochmal sagen. Also, 3 Stunden 25 mit der Intermission. Und ja, wie war denn der Eindruck? Das fliegt doch. Also das fliegt vorbei. Aber ich muss aber auch ehrlich sagen, dass das vielleicht eine Sache, weil ich halt auch ganz viele J-Dramas mal gucke, dass ich allgemein finde, dass die Japaner entweder sehr überdreht immer agieren oder dass sie halt, oder dass auf dem anderen Blatt immer sehr, sehr direkt alles erzählt wird, auch gezeigt wird, aber dass sie sich halt die Zeit nehmen, um gewisse Konflikte oder Themenbereiche deutlich näher zu beleuchten und so wirklich auch im Detail auch wirklich zu erzählen und auszuzehren. Und das finde ich aber auch, das ist so für mich so ein typischer japanischer Stil, den ich zum Beispiel in den Dramen sehr, sehr wahrnehme. Das mag nicht jeder. Deswegen ist es ja auch so zwiegespalten. Und ich finde halt dieses ruhige Erzählstil, dieses direkte, was ich halt mit den Japanern halt durch die Serien verbinde, das sieht man in diesem Film auf jeden Fall total wieder. Das ist auch wieder so, wo ich denke, ja, das passt so den japanischen Stil, den ich so, das Bild von dem japanischen Stil, was ich mir so gemacht habe, ist genau wie der Treffen dabei. Also das finde ich schon. Jo. Ich würde sagen, wir haben es für unseren Teil.
Jo. Den Film könnt ihr in Deutschland, glaube ich, nur auf DVD kaufen, wenn ihr Interesse habt. Und ich weiß auch nicht, ob die Fassungen noch so alle so verfügbar sind. Ansonsten gibt es nicht ganz günstig eine Schweizer Blu-ray von Trigon-Film mit deutschen Untertiteln in der langen Fassung. Es gibt eine britische BFI-Veröffentlichung, also dieses Code B, die Leute eben hierzulande auch laufen. Und es gibt natürlich noch die US-Criterion Blu-ray. Da kann man den Film auch sehen. Wie es bei Streaming-Diensten aussieht, habe ich keine Ahnung. Also bei Netflix ist es nicht. Ja, das, wenn das mal passiert, dann muss wahrscheinlich sogar ich überlegen, ob ich mich mit Netflix auseinandersetze. Egal, darum soll es nicht gehen. Es ging um 7 Samurai von Akira Kurosawa. Wir können euch den Film tatsächlich nur ans Herz legen. Schaut ihn euch an, unbedingt. Ja, ja, so groß wie möglich. Und ja, wir hören uns dann wieder irgendwann hier bei der Wiederaufführung. In diesem Sinne, guckt Filme, habt Spaß dabei. Arigato.